Ich wollte unser Bündnis kurz vorstellen, Ihnen sagen, wer dazugehört. Wir sind 7 Verbände aus Bonn. Es gehört dazu der BUND, Kreisgruppe Bonn, der Verein Lebenswerte Region Bonn-Siebengebirge, der NABU, Kreisgruppe Bonn, das Ökozentrum Bonn, der VCD Bonn-Rhein-Sieg-A, das Verkehrsforum Bonner Bürgerinitiativen und der Verein Zukunftsfähiges Bonn. Wir haben uns im Januar dieses Jahres gegründet, um im Wahlkampf unsere Themen zu fokussieren. Und wir haben Wahlprüfsteine erarbeitet, 12, und haben die an die ganzen Kandidaten geschickt, an die Kandidierenden für den OB-Posten. Wir haben von allen auch Antworten zurückbekommen und die auf unsere neue Internetseite Bonn Welt nachhaltig gestellt, ungekürzt und unkommentiert. Und wahrscheinlich haben viele von Ihnen die auch gelesen. Kommentare haben wir in der neuen Butz dazu gesetzt. Die Butz, die liegt draußen. Wenn Sie die noch nicht kennen, können Sie die nachher noch mitnehmen. Im Juni haben wir dann auch das erste Mal die Einladungen für unser Podium rausgeschickt. Leider haben 2 OB-Kandidaten abgesagt und Vertreter geschickt. Der Herr Sridharan konnte es nicht möglich machen und Herr Hümmerich auch nicht. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir 4 Kandidierende hier haben. Und die stelle ich jetzt ganz kurz mal vor. Das ist von links angefangen Herr Dr. Michael Faber von der Linken. Daneben Frau Lissi von Bülow von der SPD. Dann Dr. Christoph Manka vom Bürgerbund. Frau Katja Dörner von den Grünen. Und in Vertretung für den Oberbürgermeister Sridharan ist Herr Bert Moll hier von der CDU. Und in Vertretung für den Herrn Hümmerich ist Frau Susanne Heinrichs gekommen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, wenn Sie möchten, können Sie Ihre Maske am Platz ablegen, aber sobald Sie sich dann wieder bewegen oder auch beim Rausgehen, bitte wieder aufsetzen. Wir haben zwischenzeitlich Anfragen bekommen von 2 weiteren Kandidaten, die auch unbedingt teilnehmen wollten und auch gerne noch die Fragen beantwortet hätten, aber das konnten wir leider nicht mehr möglich machen. Das war zu spät. Dann möchte ich noch vorstellen unseren technischen Support. Wir werden technisch unterstützt von der Medienwerkstatt Bonn. Die sitzen da oben. Und von der Schülerfirma Event IGS. Das ist die Schülerfirma von dieser Schule hier. Kurz noch zum Ablauf der Veranstaltung. Die erste Runde, die wir nur mit den Kandidaten machen werden, da werden wir Fragen stellen. Unser Moderator, den ich gleich auch noch kurz vorstelle, wird Fragen aus unseren 12 Wahlprüfsteinen an die Kandidaten stellen, und zwar der Reihe nach. In einem zweiten Teil können Sie dann alle Fragen stellen. Und jetzt möchte ich noch den Moderator begrüßen und vorstellen. Das ist der Rainer Bonet. Den werden sicher sehr viele kennen. Rainer Bonet ist Vorsitzender vom VCD und er hat auch die Bonner, wie heißt das, Bonner Politikforum gemacht, ne? Ja. Gut. Rainer, du übernimmst. Ja, vielen Dank für die nette Einführung.
Ich muss vorausschicken, ich habe eine relativ deutliche Stimme. Wenn es zu laut ist, müssen Sie mir irgendwie mal ein Signal geben. Ich muss vorausschicken, dass ich mit 3 OB-Kandidatinnen bzw. Kandidaten im privaten Leben per Du bin. Und um niemanden hier zu diskreditieren, habe ich mir gedacht, ich sieze euch heute alle. Ihr nehmt mir das bitte nicht übel, ab 21 Uhr sind wir dann wieder per Du. Weil das ansonsten so ein heilloses Durcheinander ist, wenn ich den einen mit Du anrede und die oder die andere mit Sie. Ja, Sie haben vielleicht heute Nachmittag eine Meinungsumfrage des Westdeutschen Rundfunks wahrgenommen. Die flatterte durch die Medien. Wie sich das auf Bonn auswirken wird, voraussichtlich, es ist ja eine Meinungsumfrage, lasse ich jetzt mal außen vor. Aber ein Thema ist mir sofort aufgefallen. In ganz Nordrhein-Westfalen, mit Ausnahme einer einzigen Großstadt, steht das Thema Verkehr und Mobilität an erster Stelle, was die Problemlage angeht. Und das Thema wird ja auch heute Abend eine zentrale Rolle spielen. Und die Großstadt, in der der Verkehr nicht an erster Stelle steht, die hat leider oder glücklicherweise einen Radverkehrsanteil von 40% und damit das Problem vermeintlich gelöst. Das ist das schöne Münster in Westfalen. Ich weiß, dass Münster und Bonn nicht ganz vergleichbar sind. Die Städte sind fast gleich groß, aber Münster ist flach wie ein Teller und Bonn hat so ein paar Steigungsstrecken im Osten und im Westen und ist auch ein bisschen dezentraler als Münster organisiert ist, aber das vielleicht nur am Rande. Und Bonn hat noch eine Straßenbahn, die hat Münster nicht mehr. Deswegen möchte ich mit dem Verkehrsthema anfangen und möchte zunächst mal an alle Kandidaten die Frage stellen. Ich muss vorausschicken, die Kandidatinnen und Kandidaten haben 30 Sekunden Zeit für jede Frage und das wird mir durch eine Glocke signalisiert. Wir haben auch jemanden, der die Zeit stoppt. Und ich möchte mit der Frage beginnen, was möchten Sie in den nächsten 2 Jahren konkret tun, um den Fußverkehr gut auszubauen, dem Radverkehr ein attraktives Wegenetz zu verschaffen, den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr, kräftig auszubauen, zum Beispiel durch Taktverdichtung, Sonderspuren, Vorrangschaltung und vor allen Dingen, was den öffentlichen Personennahverkehr angeht, auch die Kooperation, die Zusammenarbeit mit dem umliegenden Rhein-Sieg-Kreis zu verbessern, weil Bonn ja nicht als Insel betrachtet werden kann, sondern sehr stark vernetzt ist. Und ich möchte mal mit Frau Heinrichs beginnen. Bitte schön. Ja, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist deutlich bessere Radwegeverbindungen, die eben nicht irgendwelche Fahrradstraßen einrichten, sondern die Fahrradstraßen müssen durchgängig sein. Wir wollen eine Ost-West-Verbindung haben, um wirklich auch bei alle Stadtteile zu erreichen in Bonn. Zudem brauchen wir natürlich eine deutliche Taktverdichtung im öffentlichen Nahverkehr. Sowie, was wir vor allem fordern, ist, dass wir an dem Hauptbahnhof die Buslinien auftrennen, sodass wir nicht eine durchgehende Linie haben, die dann immer wieder Verspätungen auflädt, sondern die getrennt wird, ein neuer Bus wird eingesetzt und der fährt dann weiter an der Stelle. Zudem brauchen wir natürlich auch einen möglichst sicheren Fußverkehr. Und hier ist es besonders wichtig, dass wir Baustellen immer auch mit einplanen für Fuß- und Radverkehr und hier Ausweichmöglichkeiten schaffen, weil hier immer sehr schnell Gefahrenstellen gerade in Bonn passieren. Ja, herzlichen Dank. Frau Dörner, wie stellen Sie sich in den nächsten 2 Jahren, also es ist nicht die gesamte Legislaturperiode, sondern die ersten beiden Jahre, die Veränderungen des Gesamtverkehrs in Bonn und der Region vor? Also zunächst, glaube ich, brauchen wir einen Switch in all unseren Planungsvorhaben. Wir haben immer noch eine Verkehrspolitik in Bonn, die sich am Auto orientiert und die anderen Verkehrsträger werden irgendwie, wenn es gut läuft, mitgedacht. Und das müssen wir grundsätzlich umstellen. Wir müssen die Verkehrsträger in den Mittelpunkt unserer Planungen stellen, die eben keinen Schmutz machen, die die Umwelt nicht belasten, die keinen Stau produzieren. Und das halte ich grundsätzlich für eine ganz wichtige Neuausrichtung in unserer Verkehrspolitik. Und daran anschließend oder damit einhergehend. Das waren 30 Sekunden? Das ist nicht Ihr Ernst. Okay. Sie können den Satz aber auch zu Ende führen. Ich hätte auch gesagt, dass damit einhergehend natürlich ein ganz massiver Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für die Fahrräder und für die Fußgänger erfolgen muss. Punkt. Und dann habe ich jetzt eine Vorstellung, wie lang 30 Sekunden. Ja, vielen Dank.
Wir machen erstmal die Namenrunde durch. Frau von Bülow, bitte schön. Also da muss ich auf die Maßnahmen setzen, die schon beschrieben sind, das heißt, und die schon lange umgesetzt sein sollten. Das heißt zum Beispiel die Wege auf den Venusberg endlich asphaltieren und herrichten. Das hätte schon lang passieren können. Die Busspuren so führen, dass sie zu der Entlastung... Soll ich nochmal so machen? Ja. Wow. Ah. Viel lauter. Die Busspuren optimieren, Wegebeziehungen schaffen, die es im Moment vielleicht noch nicht gibt, die vielleicht auch Vorläufer sein können einer potenziellen Seilbahn. Umweltspuren einrichten, das ließe sich locker mal machen. Auch getrennte Fahrradspuren ausweisen, das kann man schnell umsetzen. An der einen oder anderen Stelle das Radwegesystem flicken oder ergänzen, das ließe sich auch stemmen. Und also mein Wunsch wäre, die Poppelsdorfer Allee-Unterführung irgendwie aufgebohrt zu bekommen. Ich habe da schon ein bisschen Ideen, aber das würde ich gerne schaffen. Vielen Dank, das waren auf den Punkt 30 Sekunden. Herr Moll, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich fange mal aus meiner Sicht mit dem wichtigsten Punkt an. Das Bonner Verkehrsproblem ist das Einpendler- und Auspendlerproblem. Wir haben am Tag ca. 100.000 Fahrbewegungen. Deswegen ist mit dem Rhein-Sieg-Kreis, mit den Rhein-Sieg-Kreis-Kommunen da intensiv drüber zu sprechen, Umsteigebeziehungen im Bonner Umland zu schaffen und den Verkehr Richtung Bonner Innenstadt auf öffentliche Träger zu führen. Radverkehr, auf die Konzentration auf das Wesentliche. Wir haben in den letzten Jahren zu viele Detailsachen gemacht. Das Wichtigste ist der Ausbau der Schutzstreifen, denn das lässt sich relativ schnell machen und auch qualitativ müssen die Fahrradwegebeziehungen durchgängiger und besser gemacht werden. Ja, für den ÖPNV Taktverdichtungen. Wir haben ja eine ganze Reihe von neuen Bahnen für Bonn bestellt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass die Leute schnell eben mit der Bahn zu ihren Zielen kommen. Und der letzte Punkt, der Fußgängerverkehr, wird ja immer etwas außer Acht gelassen. Ich will es da aber mal auf die wesentliche Frage konzentrieren, wie gehen wir eigentlich mit älter werdender Bevölkerung im Fußgängerverkehr um? Das heißt, wir brauchen mehr Querungshilfen, wir brauchen bessere Abgänge von den Straßen, die Bordsteine sind zum Teil zu hoch für Rollatoren und dergleichen mehr. Da sehe ich den Schwerpunkt im Fußgängerbereich. Dankeschön. Herr Dr. Faber, bitte. Ja, 30 Sekunden sind kurz, deshalb will ich es mal versuchen, ganz schnell mit einzelnen konkreten Punkten zu machen. Ich würde als erstes dem Rat vorschlagen, dass wir dem Ratentscheid abhelfen und ihm beitreten. Dass es keinen Bürgerentscheid darüber gibt, sondern dieses wichtige Programm zur Verbesserung unserer Fahrradinfrastruktur anzunehmen und dann auch sehr schnell umzusetzen. Zweitens würde ich die Fehlentscheidung des Stadtrates korrigieren, den Cityring wieder zu öffnen. Ich würde ihn also wieder kappen und ich würde auch Maximilian- und Wesselstraße zusätzlich für den Autoverkehr sperren. Weil hier geht es, wenn wir über Verkehrswende reden, wird das nur klappen, wenn wir dem Auto auch Raum nehmen, den es derzeit in unserer Stadt einnimmt. Ein Beitrag dazu ist auch die Einführung von Umweltspuren eigentlich auf allen mehrspurigen großen Verkehrsachsen, die wir haben. Und dritter Punkt, ich fand das 365-Euro-Ticket, was es im Rahmen des LeCity-Programms gab, verunglückt, weil es nur ein Köderprogramm für diejenigen war, die, sage ich mal, neu für den ÖPNV gewonnen wurden. Ich möchte das als normales Produkt für jede Bonnerin und jeden Bonner einführen. 1 Euro pro Tag, 365-Euro-Ticket für den ÖPNV. Dieses Ticket wieder neu auflegen und eben erweitern und zugänglich machen für alle. Dankeschön. Und Herr Dr. Manka, bitte. Ich bin kleiner Realist und deswegen würde ich erstmal sagen, 25 Jahre oder mehr versagte Politik der regierenden Parteien in Bonn in 2 Jahren aufzuholen wird schwierig. Corona-Krise hat gezeigt, Digitalisierung bringt ganz bestimmt einen großen Einfluss auf den Verkehr. Also ich würde erstmal versuchen, wirklich hier mit unseren großen Playern in Bonn, Telekom, DHL und so mal drüber reden, inwieweit die sich optimieren können, dass die Leute gar nicht mehr in die Büros kommen müssen und das Homeoffice und andere Sachen installieren. Die ganzen Sachen, die sonst bekannt sind, haben wir haufenweise Pläne, die sollten wir endlich mal durchsetzen. Und dann gibt es natürlich der Ratentscheid, haben die Leute sich viele Gedanken gemacht und jetzt letztens auch von Parents for Future wurden alle Konzepte vorgestellt, die einfach mal durchziehen. Das wäre von meiner Seite her und endlich den Willen dazu haben und nicht immer sagen, die Verwaltung ist schuld, wir sind schuld, die anderen sind schuld.
Ja, herzlichen Dank für diese erste Runde. Kommen wir direkt zur zweiten Frage aus dem Verkehrsbereich. Eine Frage, die die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister nicht alleine wird entscheiden können. Aber eine Frage, die gerade im letzten Jahr 2019 zum ersten Mal, so habe ich es zumindest wahrgenommen, auch von der Öffentlichkeit heftig diskutiert wurde, nämlich die unablässigen Fahrpreiserhöhungen im Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Sie kennen das, die Entscheidung war äußerst umstritten. Es hing an einer Stimme in diesem VRS-Gremium aus Bonn. Wenn diese eine Stimme ebenfalls mit Nein abgestimmt hätte, wäre die Fahrpreiserhöhung gekippt worden. Aber das Ganze spricht natürlich ein grundsätzliches Thema an. Wie finanziert man künftig den öffentlichen Personennahverkehr? Im Moment ist er ja primär nutzerfinanziert, das heißt also die Fahrgäste finanzieren ihn. Und im Moment gibt es deutschlandweit eine Diskussion, eher zu einer Steuerfinanzierung zu kommen, um diese unablässigen Fahrpreiserhöhungen, die im VRS ja mittlerweile ein Niveau erreicht haben, was die Schmerzgrenze längst überschritten hat. Wenn Sie dazu innerhalb von 30 Sekunden sagen könnten, was Sie als Oberbürgermeisterin oder als Oberbürgermeister gedenken, diesbezüglich anzupacken. Fangen wir mit Frau von Bülow an. Bitte schön. Ja, ich habe die Grundhaltung, dass es zukünftig irgendwann in ein steuerfinanziertes System kommen muss, weil die Ungleichheiten zu groß werden, auch in der kommunalen Familie. Es kann nicht sein, dass die Großstädte, die mehr Leistung übernehmen müssen, das alles finanzieren müssen und in die eben auch noch eingependelt wird und die Probleme haben. Ich würde gerne anfangen, also ich würde natürlich günstigere Tickets diskutieren wollen. Das fängt beim 365-Euro-Ticket an, dass es nicht so sein kann, dass es die Pendlerproblematik ausklammert. Dafür muss eine Lösung gefunden werden. Es muss für das Jobticket eine Lösung gefunden werden. Wir diskutieren, ich weiß nicht, Sie wissen es besser, wie viele Jahre schon über diese Kontingente, die Firmen abnehmen müssen. Das muss aufhören, denn so viele wollen in das Jobticket einsteigen und immer noch gibt es da keine gute Lösung. Es gibt keine bundesländerübergreifende Lösung. Da würde ich mich stark einsetzen wollen. Und bei der Finanzierung, klar, das muss alles finanziert werden. Solange es so ist, wie es ist, wird es für uns schwierig, das sehr, sehr günstig zu machen. Deswegen würde ich Prioritäten setzen und bei den Schülerinnen und Schülern anfangen, das kostenfrei zu machen. Herzlichen Dank. Herr Moll, bitte. Ja, ich fange erstmal mit der Binnenstruktur der Tarife im VRS an. Da ist, glaube ich, das erste Anliegen, dass wir die Zonenbindung insofern optimieren, als dass tatsächlich der Fahrgast nur für die gefahrene Strecke bezahlt. Wir sind ja gerade dabei, ein elektronisches System aufzubauen. Der Oberbürgermeister war ja jetzt auch wieder eingebunden in die Pilotierung. Das halte ich für sehr sinnvoll, um einfach die Äquivalenz zwischen Inanspruchnahme der Fahrleistung und der Bezahlung da korrekter abzuwickeln, um vor allen Dingen zonenübergreifende Fahrten zu vergünstigen. Insgesamt muss man natürlich sagen, der ÖPNV ist halt nun mal teuer, weil er eben hohe Personalkosten verursacht. Das komplett steuerfinanziert abzubilden, halte ich im Sinne des Verursacherprinzips, nämlich dass derjenige, der eine Leistung erhält, auch was dafür bezahlen muss, erstmal grundsätzlich nicht für richtig. Allerdings wollen wir natürlich durch mehr ÖPNV ja auch was für den Klimawandel tun. Deswegen muss natürlich der Steueranteil ähnlich wie in den Sozialversicherungen deutlich erhöht werden. Kommunal sehe ich da auch eine Möglichkeit, Umschichtungen vorzunehmen aus Parkgebühren, die meines Erachtens an vielen Stellen gerade in der Innenstadt zu niedrig sind, sollten schon gewisse Anteile dann auch in die Finanzierung des ÖPNV auch umgeschichtet werden. Also ein Mischsystem, was vor allen Dingen von oben nach unten passieren muss. Die Kommunen können nicht alleine auf diesen Umstellungsprozessen auch finanziell sitzen bleiben. Der Bund muss sich ähnlich, wie wir das ja bei dem großen Projekt jetzt vor kurzem erlebt haben, Modellprojekt Bonn, auch dauerhaft mehr beteiligen. Vielen Dank. Frau Heinrichs, bitte. Ja, also der ÖPNV muss auf jeden Fall an vielen Stellen deutlich günstiger werden. Wir setzen uns auch dafür ein, dass dieser günstiger wird und eben zu Teilen eben auch mehr außerhalb von den Nutzern getragen wird, aber eben auch, dass das Ticketsystem vereinfacht wird und Kurzstreckentickets deutlich länger sind, nämlich auf 7 Haltestelle ausgeweitet werden und dass, wie Herr Moll vorhin auch schon gesagt hat, dass man eben ein Ticketing-System durchsetzt, was wirklich die gefahrene Strecke bemisst.
auf lange Sicht. Dankeschön. Herr Dr. Manka, bitte. Vorab würde ich sagen, dass der BBB immer dagegen gestimmt hat, intern, für die Fahrpreiserhöhung. Selbstverständlich, ein Traum wäre, sowas zu haben wie in Luxemburg. Und da müssten wir auch wirklich alle zusammenarbeiten, kollektiv und sagen, wir wollen das alles mit dem Bund und aus Steuergeldern finanzieren. Und es wird meiner Meinung nach auf lange Sicht der einzige sinnvolle Weg sein, den ÖPNV zu stärken und sogar mich als Autofahrer von der Straße zu holen. Da haben wir ja Hoffnung. Ich bin dabei, absolut. Ja, ja. Wir feiern den Tag, an dem Sie Ihren SUV zum Verkauf anbieten. Ah. Herr Dr. Faber, bitte. Ich feiere dann den Tag, wo ihm keiner abkauft. Das ist, glaube ich, nochmal, aber gut. Deswegen wird er nicht verkauft. Ging das jetzt auf meine Zeit? Ich muss ganz schnell. Also, meine Zielvorstellung ist natürlich auch ein Umlage- oder besser steuerfinanzierter ÖPNV. Und ich will eins mal in Erinnerung rufen. Wir hatten hier die Situation durch das Lead-City-Programm, dass der Bund sogar einmal in Aussicht gestellt hat, genau das als Modellprojekt in Bonn zu fördern. Das hat Herr Sridharan, der leider nicht hier ist, heute relativ kurzerhand abgetan. Ich finde, das ist eine vertane Chance, gerade wenn man sieht, welches Stückwerk dann im Übrigen bei der Verwendung der Bundesmillionen daraus entstanden ist. Ist es klar, wir müssen Schluss machen mit den Preissteigerungen und wir müssen, ich habe das eingangs schon erwähnt, etwa mit dem 365-Euro-Ticket, mit dem Bonn-Ausweis 15-Euro-Monatsticket ist meine Forderung als Linker, attraktive Angebote, preisgünstige Angebote machen, weil wir werden nur Leute wie Herrn Manka und andere zum Umstieg auf den ÖPNV gewinnen, wenn der ÖPNV zuverlässig und günstig ist. Und so, sauber, und, ich sag und Ihnen, sauber, und ich, sauber. Sauber, gut, gerne auch. Und ich sage Ihnen jetzt noch ein konkretes Beispiel, weil wir natürlich Bund und Land dafür brauchen, aber an einer Stelle können wir auch als Stadt noch weitere Stellschrauben bedienen. Das ist, ich möchte die Parkraumbewirtschaftung in dieser Stadt deutlich intensivieren. Ich möchte Parkgebühren erhöhen und dieses Geld auch dafür nutzen, den ÖPNV auszubauen. Das ist ein Beitrag zur Verkehrswende, Autoverkehr zu belasten und ÖPNV dafür zu vergünstigen. Das ist etwas, was wir als Stadt unmittelbar beeinflussen können. Herzlichen Dank. Frau Dörner, bitte. Also ich fand das Abstimmungsergebnis letztes Jahr im VRS tatsächlich, hat mich optimistisch gestimmt, ja, weil es ja das erste Mal war, dass es überhaupt eine Kontroverse über eine Fahrpreiserhöhung in diesem Gremium gab und es offensichtlich ja mehr Einsicht darin gibt, dass es mit der Fahrpreiserhöhung so nicht weitergehen kann. Und da müssen dann eben in der nächsten Runde ja mit anderen Mehrheiten auch bessere Entscheidungen getroffen werden. So, und es ist klar, ja, wir müssen mit den Ticketpreisen runter. Ich fahre oft mit der Linie 61. Ja, wenn ich mit der in die Innenstadt fahre, mit einem Einzelticket, was ich natürlich nicht tun sollte, aber manchmal mache, dann kostet mich das 3 Euro hin und 3 Euro zurück. Wenn ich mit dem Auto fahre, dann kostet mich das 2 Euro im Parkhaus. Ja, und das ist natürlich eine Struktur, die Menschen dazu verleitet, ja, im Parkhaus zu parken. Und das kann einfach so nicht weitergehen. Und deshalb ist es genau richtig zu sagen, ÖPNV muss günstiger werden. Ja, Parken in der Innenstadt muss auch teurer werden. Das ist aus meiner Sicht eine Art von kommunizierenden Röhren. Ich finde es aber genauso wichtig, wenn wir über den ÖPNV diskutieren, dass wir sagen, wir brauchen auch Investitionen in die Taktverdichtung. Wir brauchen Investitionen da rein, dass es eine Zuverlässigkeit gibt. Ja, also gerade die Verlässlichkeit der Bahnen und Busse in Bonn in den letzten Monaten und wenigen Jahren haben wirklich sehr zu wünschen übrig gelassen. Und wenn man einen attraktiven ÖPNV möchte, dann ist die erste Maßnahme, dass der Bus, auf den man wartet, auch kommt. So, und grundsätzlich setze ich mich auch dafür ein, dass wir ein Shop-Ticket für alle bekommen, also wirklich ein Jahresticket, das kostengünstig ist und wirklich da motiviert, dass die Menschen auf den ÖPNV umsteigen. Dankeschön. Wir wechseln das Themenfeld, aber Sie werden sehr schnell merken, dass das nachfolgende Themenfeld indirekt auch mit Verkehr zu tun hat, nämlich Wohnen und Siedlungspolitik. Wer relativ nah an seinem Arbeitsplatz wohnt, kann vielleicht zu Fuß, im Idealfall per Fahrrad oder auch mit dem ÖPNV an seinen Schreibtisch anreisen. Wer 50 oder 100 Kilometer jeden Tag pendeln muss, hat sie für
seien mit diesem Begriff die Arschkarte gezogen, weil er oder sie einen Großteil seines Lebens in überfüllten Zügen oder auf verstopften Autobahnen verbringt. Das einleitend dazu. Bei der Wohnungspolitik ist eine Frage ganz spannend, die ich Ihnen stellen möchte, nämlich wie Sie diesen Dauerkonflikt, der sich auch aktuell an mehreren Stellen in dieser Stadt auftut, zwischen Wohnen und Klimaschutz lösen möchten. Also es gibt zwei Projekte, die mir in dem Zusammenhang einfallen. Melbad ist das eine, da wird es einen Bürgerentscheid geben, hat sich gestern im Rat herausgestellt. Und das andere ist hier auf der rechten Rheinseite, nämlich die ehemalige Landwirtschaftskammer in Rohleber, wo ebenfalls Wohnungen entstehen könnten, dort aber idealer oder blöderweise eine Kaltluftschneise vorherrscht. Und Sie merken, worauf ich hinaus will, nämlich, wie gedenken Sie, dieses Problem zu lösen? Immer stärkerer Bedarf an bezahlbaren Wohnungen, andererseits aber auch Klimawandel und Frischluftzufuhr in die Bonner Innenstadt. Herr Dr. Faber, bitteschön. Ja, Herr Bonnet, das ist eine ganz schwierige Abwägungsfrage, gerade wenn wir natürlich geringe Flächen in Bonn noch zur Verfügung haben. Und trotzdem, sage ich mal, muss man sich das dann im Einzelfall anschauen. Als Linke haben wir zu beiden Vorhaben, die Sie angesprochen haben, Melbad-Bebauung und Landwirtschaftskammer Rohleber, gesagt, dass wir hier die Bebauung ablehnen. Das auch deshalb, weil wir in der Vergangenheit, aber auch aktuell, ganz viele Potenziale sehen, die leider die Ratsmehrheit zur Bebauung und zur deutlich besseren Bebauung, geeigneten Bebauung abgelehnt hat. Sie haben lieber am Erzberger Ufer ein Hotel gebaut. Sie bauen bei der Westside 550 Wohnungen, haben dafür nur 29 Geförderte vorgegeben. Bei der Schumannshöhe 200 Wohnungen, keine einzige geförderte Wohnung vorgegeben. Da muss ich ehrlich sagen, das sind die Chancen, wo Bonn nachsteuern kann. Und jetzt lassen wir auch in die Zukunft schauen. Wir diskutieren jetzt gerade durch ein Bürgerbegehren, das die Wohlfahrtsverbände angeschoben haben, über die Vorgaben, wie im Regierungsviertel das Verhältnis von Wohnraum und zusätzlichen Arbeitsplätzen sich gestalten soll. Der erste Entwurf, der hierzu oder das erste Konzept, das im Auftrag des Rates und des Oberbürgermeisters erstellt wurde, sah vor, dass hier über 16.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen sollen, aber nur 7.000 Wohneinheiten. Das ist natürlich Irrsinn. So produzieren wir uns die Verkehrsprobleme der Zukunft und wir haben ja jetzt schon einen großen Wohnungsmangel. Das sind Flächen, die wir mit einer ganz hohen Wohnungsquote, die Wohlfahrtsverbände schlagen 75% für, und das finde ich auch richtig. Das sind Flächen, wo wir ran müssen, Wohnbebauung sicherstellen müssen, um dann auch preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum. Und die ökologisch wichtigen Flächen in unserer Stadt sollten wir im Gegenzug unangetastet lassen. Herzlichen Dank, Frau Dörner, bitte. Ja, es ist richtig. Es ist in jedem Fall eine Abwägungsfrage. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist meiner Wahrnehmung nach in den letzten Jahren die soziale Frage in unserer Stadt tatsächlich geworden, die wir sehr ernst nehmen müssen. Ich denke, dass wir klare Kriterien haben müssen, nach denen wir Projekte beurteilen. Ja, für mich ist beispielsweise klar, dass Frischluftschneisen nicht bebaut werden dürfen. Wir als Grüne haben uns sehr stark gemacht, dass das Meßdorfer Feld beispielsweise oder auch der Lausacker vollumfänglich erhalten bleiben. Es ist für mich klar, dass innerstädtische Verdichtung bevorzugt werden sollte und insbesondere eben auf schon versiegelten Flächen. Ja, schon versiegelte Flächen sollten vorrangig bebaut werden. Und wenn man dieses Kriterienraster über die Planungsvorhaben oder zukünftige Planungsvorhaben legt, dann glaube ich, dass man zu transparenten Entscheidungen, ja, in dieser Abwägungsfrage Wohnungsbau versus Klimaschutz kommen kann. Wichtig ist natürlich auch, die Verkehrsanbindung beispielsweise mit zu bedenken. Deshalb haben wir als Grüne uns inhaltlich für eine Bebauung am Melbad ausgesprochen, weil die Kriterien, die ich eben genannt habe, bei diesem Wohnprojekt aus meiner Sicht, meinem Kenntnisstand entsprechend erfüllt sind. Ja, nichtsdestotrotz, ja, ist die Frage von Klimaschutz für uns Grünen natürlich bei Bauprojekten auch total zentral. Ja, vielen Dank. Frau von Bülow, bitte. Ja, wir werden dichter wohnen in Bonn, das ist klar. Wir werden in die Höhe entwickeln müssen, wir werden die Dächer angehen müssen. Ich sage immer, ich habe die nicht aufgegeben. Ich glaube, wir müssen sie brandschutztechnisch noch mal prüfen, ob wir nicht in die Dächer weiter ausbauen können. Wir werden
wir müssen an die Flächen ran, die alle kennen, die seit Ewigkeiten, auf denen sich seit Ewigkeiten nichts tut. Also da kann Ihnen jeder Bonner, jede Bonnerin direkt 20 Grundstücke nennen, die auffallen, die leer stehen und wo sich nichts tut, wo aber auch der Bund und Land dran sind. Beides Körperschaften, die eben viele Bedienstete auch in Bonn haben, wo ich nicht verstehen kann, dass man nicht da auch Druck machen kann, weil es eben auch eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gibt, das Thema mitzubedenken und mitzubetrachten und sich zu engagieren. Weil wir dichter werden leben müssen, ist es umso wichtiger, die Flächen, die wir für die Öffentlichkeit zugänglich haben, freizuhalten. Deswegen komme ich auch bei Meldbar zu einer anderen Entscheidung. Ich finde, es ist elementar wichtig, dass wir gerade, wenn wir erwarten, dass Menschen, dass eine Familie möglicherweise zukünftig, die sich vorher ein Häuschen gekauft hat, jetzt auf einer Etagenwohnung lebt, wird der Ausgleich im Schwimmbad, im Park, an öffentlichen Plätzen umso wichtiger. Und deswegen habe ich da eine komplett andere Betrachtung auf die, auf diese Causa. Also wir müssen an jedem einzelnen Standort abwägen, das ist wichtig, aber wir müssen unsere Potenziale heben, die in der Stadt sind. Und dann gibt es immer noch die Projekte in Villig-Mühldorf, hier um die Ecke ist ja auch ein Stück weit umstritten, die Bebauung. Rohleber hatten wir uns angeguckt oben. Ich verstehe das. Die Kaltluftschneisen sind aber elementar wichtig. Es wird heißer werden und wir müssen da sehr, sehr sorgfältig gucken. Herzlichen Dank. Frau Heinrichs, bitte. Ja, also wir haben da natürlich relativ wenig Spielraum bei der Frage. Wir müssen, das sehe ich genauso, an den Stellen ansetzen, wo eben schon versiegelt wurde. Wir müssen Leerstand bekämpfen und da neuen Wohnraum schaffen. Und dabei begrenzt uns natürlich in unserem Spielraum Kaltluftschneisen, aber eben auch Kaltluftentstehungsgebiete. Und da können wir dann eben nicht weiter drauf zugreifen. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben auch sehen, dass wir da deutlich mehr auf den Rhein-Sieg-Kreis zurückgreifen müssen. Durch einen verbesserten öffentlichen Nahverkehr und Ähnliches muss da weiterer Wohnraum geschaffen werden, um unsere Möglichkeiten da zu erweitern. Dankeschön. Herr Dr. Manka, bitte. Bei uns liegt die Priorität eindeutig auf dem Klima der Stadt, den Kaltluftschneisen, dem Mikroklima, der Belüftung der Straßen, dass Bonn nicht zu einem Hexenkessel wird, insbesondere im Rahmen des schon beginnenden Klimawandels, den wir alle spüren, wenn in Bonn kein Lüftchen weht. Und bezüglich Wohnraum, wir müssen da wirklich viel mehr im Bereich der Zweckentfremdung arbeiten und in der Stadt selber auch gucken, wo haben wir Leerstände, die wir benutzen können. Wir müssen für die Zukunft auch mehr denken, inwieweit wir schneller und einfacher Büroräume auch in der Zukunft, ich sage da wieder, die Stadt ändert sich, dort andere Konzepte und vielleicht auch die Umnutzung viel, viel schneller gestalten. Und Entwicklung, Bebauung in der Peripherie, am besten entlang der großen Magistralen, die nach Bonn führen, wobei da jetzt die Grundstückspreise auch schon so gravierend hochgehen, wo es fast so genauso teuer wird, wie bei uns im Zentrum etwas zu machen. Aber bei uns, wir sind eindeutig, liegt der Klimaschutz und das gesunde Klima oder eine Anpassung an den Klimawandel in Bonn bei uns ganz oben auf der Prioritätsliste. Dankeschön und abschließend Herr Moll, bitte. Ja, vielen Dank. Also ich will direkt das Stichwort regionale Perspektive aufgreifen. Denn die Relationen sind auch klar. Der potenzielle Zuzug nach Bonn wird in den nächsten Jahren roundabout 18.000 Wohnungen erforderlich machen. Wenn man mal die derzeit offenen Bebauungspläne zusammenaddiert, haben wir ungefähr ein Potenzial von 3.500 Wohnungen, die wir damit realisieren können. Das heißt, wie man es dreht und wendet, Bonn wird alleine dieses Thema nicht schaffen. Wir haben im Regionalrat in Köln Ausgleichsprozesse auch schon diskutiert. Es gibt ja nun im Umland von Bonn und Köln durchaus im Rheinischen Revier auch Bereiche, wo man doch durchaus auch natur- und landschaftsverträglich auch Wohnraum schaffen kann. Erfordert natürlich eine gute regionale Vernetzung und eine gute Verkehrsanbindung nach Bonn. Aber Bonn muss auch auf dem eigenen Gebiet Flächen bringen, muss auch sich zeigen, muss auch bereit sein, Abwägungsprozesse, wie gerade angesprochen, auch durchzuführen.
die müssen, das ist klare Auffassung der CDU-Fraktion, müssen flächensparend erfolgen, Konversionsliegenschaften, also zum Beispiel ehemalige Gallwitz-Kaserne in Duisdorf, wo wir jetzt 500 Wohneinheiten auf schon bereits versiegelten Gelände realisieren. Das ist der richtige Weg, diese Potenziale zu schöpfen. Wir müssen aber auch sehr sorgsam bei den einzelnen Gebieten vorgehen, gerade was das Thema Klima und ökologische Bewertung anbelangt. Aber wir müssen da auch erwarten, dass wenn, wie zum Beispiel bei der Trierer Straße ein Gutachten ergeben hat, dass eben diese klimatologische Frage durch die Gebäudekubaturen gelöst sind, dann muss das auch mal akzeptiert werden, weil ansonsten kommen wir bei der Frage der Behebung von Wohnungsmangel nicht weiter. Ja, herzlichen Dank. Ein Thema, was artverwandt ist, nämlich Stichwort integriertes Freiraumsystem, ist seit 2012 in Kraft und die Stadt Bonn sollte sich eigentlich verpflichten, Freiräume grundsätzlich freizuhalten, wie der Name schon sagt, um Naturschutz sicherzustellen, um die Frischluftzufuhr in die Innenstadt sicherzustellen. Wenn man aber die praktische Politik beobachtet, stellt man fest, dass dagegen eigentlich unablässig oder sehr häufig verstoßen wird. Ein Thema, was in dem Zusammenhang auch eine Rolle spielt, ich erzähle Ihnen nichts Neues, dass mittlerweile Klimatologen, Meteorologen anregen oder fordern, viel mehr Bäume anzupflanzen in deutschen Städten, weil Bäume das Klima verbessern, Schatten spenden im Sommer. Wenn Sie sich mal die Zahlen angucken, wie viele Bäume in Bonn jährlich gefällt und wie viele neu gepflanzt werden, reiben Sie sich im ersten Moment die Augen und denken sich, da muss ja irgendjemand etwas völlig falsch verstanden haben. Wenn Sie dazu etwas sagen könnten, wäre ich Ihnen auch sehr dankbar. Herr Moll, Sie nicken, Sie sind Planungs- und Verkehrspolitiker. Ich vermute, Sie können da auch spontan was zu sagen. Bitte schön. Ja, kann ich Ihnen nur zustimmen, Herr Bonnet. Ihr Befund ist da absolut richtig. Wir müssen mehr Anpflanzung machen. Wenn ich also bei mir im Stadtbezirk allein die Bäume oder beziehungsweise die Pflanzteller sehe, die nicht nachgepflanzt worden sind im Laufe der letzten Jahre, dann ist das beängstigend. Da müssen wir einfach mehr Kapazität auch im Amt für Stadtgrün auch ansiedeln, damit diese Regenerationsprozesse laufen. Was ich auch nicht verstehen kann, ist, dass wir zu viele Flächen gerade um Wohngebiete herum nur mit so ein paar Obstbäumchen versuchen, mit so einer Wiese zu belegen. Warum wird da nicht gleich auch ein kleiner Wald angepflanzt, wo in der Tat einfach mehr Biomasse entsteht, wo auch mehr Bäume eben sind, die eben auch für gutes Klima, auch Mikroklima sorgen. Also da müssen wir auch in der Struktur und auch in der Konzeption der Begrünung unserer Stadt einiges verändern, vor allen Dingen auch in der Art und Weise, was wir pflanzen. Wir müssen uns auch darauf einstellen, dass eben mehr hitzeresistente Sorten gepflanzt werden müssen. Wir haben ja ein Problem auch in der Pflege dieser Dinge, wo die Stadt ja auch nicht nachkommt und wo vieles eben auch eingeht, gerade in den heißen Sommern. Also das ganze Thema Grünflächenkonzeption, das ist meines Erachtens grundlegendes Thema, was angegangen werden muss. Herzlichen Dank. Frau von Bülow, bitte. Ja, ich locker das jetzt irgendwie ein bisschen auf. Also ich bin vorgestern durch Buschdorf, eine neue Siedlung in Buschdorf gelaufen und es fällt auf, es werden Flächen eingeplant, natürlich Parkplätze noch und nöcher, aber es werden vor allen Dingen viele Flächen für Mülltonnen eingeplant. Jedes Haus hat 4 Mülltonnen vor dem Haus stehen, aber natürlich ist dann überhaupt kein Platz mehr, um noch richtig schöne Bäume zu pflanzen. Also wir müssen an die Stadtplanung ran, wie wir zum Beispiel Neubausiedlungen bauen, dass wir mehr zentralere Aufgaben zusammenfassen, um dann auch Platz für große Bäume zu schaffen. Wie legen wir die Spielplätze an? Was legen wir den Investoren auf? Also wenn Sie an der Schumannshöhe vorbeifahren, dann ist da super viel entstanden, super viel Wohnraum, aber die Bäume hinten dran haben furchtbar gelitten, es wurde unglaublich abgeholzt und Neupflanzung. Also man kann jetzt hoffen, dass der eine Baum vorne, der so schön repräsentativ ist, überlebt, aber ansonsten ist da wenig eingefordert worden. Aber das erleben wir ja auch in der Stadt, wenn öffentliche Plätze angelegt werden, dass wenig darauf geachtet wird, da das Grün mitzudenken, was aber nicht nur aus Klimaschutzaspekten wichtig ist, also ökologischen Klimaschutzaspekten, es ist für das soziale Klima unglaublich wichtig und dem überhaupt mehr Bedeutung zu schenken, wenn wir stadtplanerisch unterwegs sind. Das muss unsere Aufgabe sein, es überall da zu realisieren, wo es geht. Ich habe gesagt, ich möchte gerne die Schulhöfe entsiegeln, da eine Offensive machen,
aber inzwischen schon festgestellt, das stand auch 2012 schon in den Papieren. Also wir haben die Ideen, wie das gehen kann, und auch hier ist es das Umsetzungsproblem, dass wir es einfach nicht konsequent durchsetzen. Herzlichen Dank. Frau Dörner, bitte. Ja, wir brauchen da ganz klar ein Umdenken in der Stadtverwaltung. Die Bilanz, die Sie aufgemacht haben, ist richtig, fast an allen Stellen. Ja, übrigens wurde deutlich mehr Bepflanzung und auch zusätzliche Bäume vom Stadtrat beschlossen. Die sind eben nicht ausgebracht worden. Und da sehe ich ganz klar die Notwendigkeit, auch in den entsprechenden Ämtern Ressourcen dafür bereitzustellen, dass sie das überhaupt machen können. Aber es geht eben nicht nur um Bäume. Ich bin auch sehr dafür, dass wir im Bereich Begrünung von Flächen, Fassadenbegrünung, als Stadt Bonn noch sehr viel Luft nach oben haben. Da könnte ich mir ganz konkret auch ein Förderprogramm im Rahmen von einem Klimainvestitionspaket vorstellen. Also die Frage, wo können wir mehr Grün in die Stadt bringen, ist aus Klimaschutzaspekten, aber sicherlich auch, was die Optik der Stadt angeht, total zentral. Und da muss meines Erachtens deutlich umgesteuert werden. Ich will noch einen Punkt, weil Sie die Frischluftschneisen und die Erhitzung in der Stadt ja grundsätzlich angesprochen haben. Wir diskutieren aktuell auch über die Ausweitung der Stadtautobahn, des Tausendfüßlers. Auch das halte ich mit Blick auf das Klima in der Stadt für völlig verfehlt. Das ist ein Projekt aus den 70er, 80er Jahren. Wir brauchen keine Ausweitung der Stadtautobahn, sondern wir brauchen mehr Grün in der Stadt und mehr Fläche für Begrünung, für Bäume und nicht nur für Autos. Herzlichen Dank. Herr Dr. Faber, bitte. Lassen Sie mich mal auf das Thema zurückkommen, der Grünflächen und der Bäume in unserer Stadt. Üblicherweise ist es hier als Linker meine Aufgabe, sehr kritisch mit der Bilanz von CDU, Grünen und FDP sich auseinanderzusetzen. Das tue ich auch an dieser Stelle. Einen Punkt will ich aber mal hervorheben. Das haben wir dann auch gerne mitgetragen, dass zuletzt im Haushalt, ich glaube, 2 Millionen Euro waren es, für zusätzliche Baumpflanzungen eingestellt wurden. Das finde ich richtig. Trotzdem ist es mein Stand, dass wir derzeit noch immer nicht den Bestand halten, dass was wegfällt durch Nachpflanzungen mindestens gleich zu erhalten. Das zeigt, welch großer Aufwand hier betrieben werden muss, weil häufig auch beim Grünflächenamt Personal fehlt. Das heißt, mehr Mittel und mehr Personal, das sind natürlich die Wege, die da erforderlich sind. Aber, und das klang hier jetzt auch schon an, sehr häufig sind es größere Entwicklungsvorhaben, die dann dazu führen, dass Bestandsbäume in großem Maßstab gefällt werden, wenn das Projekt realisiert wird. Das ist nicht zwingend so notwendig. Wir können auch über planungsrechtliche Festlegungen auch Grünbestände schützen. Das ist bislang aber politisch in vielen Fällen dann einfach nicht gewollt. Das müssen wir ändern. Und diesen Hebel kann man im Rat auch anlegen. Da ist jetzt das Lob, war am Anfang da, am Ende nicht mehr, lässt sich nämlich viel mehr machen, als in den letzten Jahren der Fall war. Soweit ganz kurz. Dankeschön. Frau Heinrichs, bitte. Also wie bereits schon gesagt wurde, es ist vor allem ein Umsetzungsproblem, aber wo ich auch ein großes Problem sehe, das ist, dass wir den Wert von Bestandsbäumen teilweise viel zu niedrig einsetzen. Weil aktuell ist es nach der Baumsatzung so, dass ein Bestandsbaum dann eben nachgepflanzt werden soll, aber ganz häufig hat ein bestehender Baum ja einen viel, viel höheren Wert, weil er viel mehr Emissionen aufnehmen kann als eine Ersatzpflanzung. Deswegen denke ich, müssen wir da auch an die Baumsatzung dran und eben Bäume auch nach Wert nachpflanzen und danach, wie viel Emissionen dadurch aufgefangen werden können. Ja, vielen Dank. Und zum Schluss, Herr Dr. Manka, Sie müssten ja eigentlich aus Ihrer Profession heraus ein Interesse haben, dass die Menschen möglichst gesund bleiben, oder? Absolut. Und Sie haben ja schon in Ihrem ersten Intro absolut aus der Seele gesprochen. Nur bei diesem ganzen Gerede hier frage ich mich ja wirklich, wer in letzter Zeit in Bonn regiert hat, seit vielen Jahren, und dieser Ist-Zustand absolut so aussieht, wie er ist. Das muss man ja wirklich machen. Ich nenne ungern Namen, aber das weiß doch jeder, wer hier regiert hat, und das jetzt nur auf die Verwaltung zu schieben. Ich meine, gucken Sie es Urban Soul an, was da passiert. Keine Begrünung, nichts, Beton. Gucken Sie sich den Bahnhofsvorplatz in Bad Godesberg an, Beton. Ja, gucken Sie sogar die Häuser von der Webowack. Da ist keine Fassadenbegrünung drauf, da ist kein Solar drauf, richtig, und nichts. Da sind Einheitsbäume, und wir sagen jetzt hier, wir werden jetzt alles ändern von den gleichen Leuten, die das Ganze jetzt hier verursacht haben.
Sorry, aber das ist mit einer der Gründe, warum ich hier auch sitze. Dankeschön. Zum Schluss dieser ersten Runde möchte ich ein Thema ansprechen oder ein Themenfeld ansprechen, was die, sage ich mal, außerparlamentarische Opposition in dieser Stadt eigentlich immer bewegt, nämlich die Frage, wie man engagierte Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungsprozesse einbindet. Das hat, ich muss da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, in den letzten 10 Jahren deutlich nachgelassen. Also, wann ich als VCD-Kreisvorsitzender mal eine Einladung bekam, an irgendeinem Gespräch teilzunehmen auf höherer Stadtebene, ich kann mich nicht dran entsinnen. Man hat das Gefühl, man wird gar nicht mehr gefragt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn Sie werden mir recht geben, wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren, mit einer hohen Fachkenntnis, egal in welchem Verein sie Mitglied sind, dann möchten diese Menschen nicht nur ernst genommen werden, sondern sie möchten auch aktiv an Entscheidungsprozessen beteiligt werden mit zählbaren Ergebnissen. Ein ganz entscheidender Punkt, der gerade bei Infrastrukturprojekten, bei Verkehrsplanungsprojekten und so weiter eine ganz zentrale Rolle spielt, damit diese Projekte nicht immer in einen heillosen Konflikt münden, der dann oftmals nur vor Gericht ausgefochten werden kann. Frau Heinrichs, wenn Sie dazu etwas sagen könnten, wäre ich Ihnen dankbar. Ja, also was man ja auch dazu sagen muss, ich glaube, wir können auch nicht auf die Expertise von vielen Bürgerinnen und Bürgern verzichten. Ich kenne mich persönlich nicht so sehr damit aus, wer eingeladen wurde zu was, aber ich kann sagen, mir ist es persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir auch deutlich mehr Bürgerwerkstätte machen, dass wir eben im Voraus unsere Planungen besprechen und da eben dann die einzelnen Bürger auch mit einziehen. Das gilt vor allem auch für den Klimaschutz, weil das ist eine gesamtbürgerliche Aufgabe, die können wir nur stemmen, wenn wir Experten aus allen Gremien haben, beziehungsweise auch interessierte Bürger und Bürgerinnen haben aus allen Gremien, die da mitmachen und gemeinsam eine Lösung finden. Vielen Dank. Herr Dr. Faber, bitte. Ich würde gerne 2 Punkte ansprechen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu fachlich und technisch. Aber der amtierende Oberbürgermeister hat es, das können Sie alle im Internet nachlesen, sich zum politischen Ziel gesetzt, mehr Bauvorhaben nach § 34 Baugesetzbuch zu realisieren. Das ist ohne ein größeres Planungsverfahren, wenn sich Bebauung in den Bestand einfügt, sage ich mal so. Ja, dann bestehen dafür einfachere Möglichkeiten. Das beschleunigt Verfahren, wenn man das macht, das ist politischer Wille. Das umgeht aber natürlich die Beteiligungsmöglichkeiten, die mit einem ordentlichen Planverfahren einhergehen. Und ich finde das falsch, weil ähnlich im Margarinenviertel wurde das jetzt wieder gemacht, dann entsteht Unmut und Frust, weil zum Teil schon Planungsrecht und Baurecht geschaffen wird, bevor überhaupt die Bevölkerung drumherum davon den Wind bekommt. Und das finde ich ist falsch. Bei allem Tempo, das wir machen müssen bei Bebauung, die Bürgerinnen und Bürger links liegen zu lassen, ist der falsche Weg. Und lassen Sie mich einen anderen Punkt ansprechen, das sind vorhabenbezogene Bebauungspläne. Da ist es häufig so, dass die Stadt auch auf Grundlage ihres Personalmangels, auch ergebnispolitischer Entscheidungen, die Planungen, die Erstellung der Planungen häufig an Investoren auslagert. Das heißt, die schreiben sich die Planung selber. So, und dann ist in der Regel, wenn das schon fertiggestellt ist, der Drops für Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerschaft, wo es darum geht, noch auf die Frage, was wollen wir da eigentlich für eine Entwicklung, längst gelutscht, dann ist jedenfalls die bestehende Ratsmehrheit nicht mehr bereit gewesen, das aufzuschnüren. Und da sage ich Ihnen, so kann es nicht sein. Investoren entscheiden in dieser oder sollen in dieser Stadt nicht entscheiden, wo was wie gebaut wird, sondern das ist eine Frage der von Ihnen gewählten Vertreterinnen und Vertreter, die dann hoffentlich, wie ich das fordere, auch dafür eintreten, solche Planungsvorhaben auf Grundlage einer intensiven Bürgerbeteiligung durchzuführen und möglichst, bevor wir überhaupt Ausschreibungen machen, bevor wir Investoren einbeziehen, mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir unsere Stadt weiterentwickeln und dann auf der Grundlage überlegen, wie setzen wir das um. Herzlichen Dank, Frau Dörner, bitte. Also ohne Beteiligung gibt es keine Akzeptanz. Ja, in allen Bereichen und allen Herausforderungen, denen wir uns in der Stadt stellen müssen. Deshalb plädiere ich sehr davor, vor allem frühzeitig einzubeziehen und frühzeitig zu informieren. Und das, was Sie geschildert haben, Herr Bonet, ist das, was ich von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die in Verbänden oder Initiativen organisiert sind, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die sich sozusagen individuell einbringen bei Themen, die sie besonders interessieren, dass früher,
ja, tatsächlich besser gewesen ist, dass es mehr Einbindung gab und transparentere Informationen. Und das finde ich sehr bedauerlich, dass die Stadt Bonn da mal eine gute Position hatte, was Bürgerbeteiligung angeht, und dass das in den letzten Jahren eben deutlich abgeflacht ist. Und das Feedback, das ich auch immer bekomme oder häufig bekomme, ist, dass engagierte Bürgerinnen und Bürger sagen, sie haben sich eingebracht in Bürgerdialogen, in der Bürgerwerkstatt. Da sind viele innovative Ideen gesammelt worden. Das ist auch mit der Stadt, mit städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt worden. Und dann geht es irgendwie in das Planungsvorhaben, in die weiteren Planungsprozesse, und es taucht irgendwie nie wieder auf. So, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, wenn man über Beteiligung und Bürgerbeteiligung spricht, ja, dass man als Stadt nicht auch in den Dialog über die Ideen tritt. Ja, weil ich glaube, es ist auch klar, nicht alle Ideen, die eingespeist werden, können auch umgesetzt werden. Ja, dafür gibt es auch viel zu viele widersprüchliche Interessenlagen und Ideen, die nicht miteinander vereinbar sind. Aber man muss mit den Menschen darüber reden, warum bestimmte Dinge umgesetzt werden und andere nicht. Ja, damit man sein eigenes Engagement auch als wirksam empfindet. Und daran hat es, glaube ich, in den letzten Jahren in der Stadt ganz deutlich gefehlt. Und das würde ich als Oberbürgermeisterin klar anders machen. Vielen Dank. Herr Moll, bitte. Ja, zunächst will ich ja mal festhalten, dass die Koalition in den letzten Jahren ja die Leitlinien Bürgerbeteiligung verfasst hat. Man mag über die Qualität dieses Dokuments natürlich geteilter Meinung sein, aber ich bin schon der Auffassung, dass wir gemeinsam, da spreche ich auch Sie, Frau Dörner, und Ihre Partei an, auch die FDP, schon vieles definiert haben, was deutlich über den gesetzlichen Anspruch von Bürgerbeteiligung hinausgeht. Aber ich gebe den Vorrednern recht, wie es gelebt wird in der Stadtverwaltung, da ist einiges im Argen, das gebe ich gerne zu. Das hängt manchmal auch mit der Personalsituation zusammen, dass die Ämter die Bürgerbeteiligung oder auch Informationsveranstaltungen zu spät machen, das vielleicht auch nicht richtig einschätzen. Das erlebe ich sehr häufig, und da geht es nicht immer nur um die großen Bebauungspläne, sondern auch um viele kleine ortsteilbezogene Dinge, wenn die Straße aufgerissen wird, um den Kanal zu machen und so weiter. Ich erlebe das in den Bürgergesprächen auch, dass dann immer die Kritik kommt, wieso ist nicht mal mit uns vorher darüber geredet worden. Aber man muss natürlich auch realistisch bleiben. Man kann nicht alles mit den Bürgern besprechen. Aber natürlich die großen Projekte, Seilbahn oder andere Dinge, die müssen intensiv mit den Bürgern beraten werden. Da müssen auch Alternativen diskutiert werden, und das rechtzeitig. Also das ist eine ganz klare Forderung, der ich mich hier in dem Kreis auch unzweifelhaft anschließe. Und die Einschätzung zu den Bebauungsplänen, die teile ich nicht ganz. Ich kann nicht sagen, dass bei den vorhabenbezogenen Bebauungsplänen per se keine Bürgerbeteiligung gemacht wird. Das ist nicht richtig. Auch bei den 34er-Verfahren werden Informationsveranstaltungen gemacht. Aber die Ansprüche der Bürger in der Hinsicht steigen natürlich zunehmend. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass das in einem vernünftigen Maß bleibt und die Bürger eben auch verstehen, dass die Verwaltung nicht jeder Informationslage, die da vielleicht gewünscht wird, sofort eins zu eins Rechnung tragen können. Ich glaube, das wird uns alle überfordern. Dankeschön. Frau von Bülow, bitte. Ja, das ist das, was ich meine, dass es einen Stilwechsel in Bonn braucht. Es ist einfach zu erleben, dass die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Initiativen nicht in der Art ernst genommen werden, nicht eine nötige Transparenz an den Tag gelegt wird, sie nicht mitgenommen werden, wie es eigentlich Standard in so einer Stadt wie Bonn sein sollte. Ich finde, auf die Spitze treibt jetzt im Grunde das Bürgerbegehren der Wohlfahrtsverbände und des Mieterbundes. Wie kann das möglich sein, dass wir eine Rahmenplanung entwickelt haben und sich jetzt die Interessenvereinigungen auf die Hinterfüße stellen müssen, die Bürger an ihre Seite holen müssen, um das dann durchzusetzen. Also das zeigt, in welcher Situation die Stadt Bonn ist. Und deswegen brauchen wir einen Stilwechsel. Wir brauchen keine Angst zu haben vor den Bürgerinnen und Bürgern, weder die Verwaltung noch die Politik, weil ich erlebe auch, ich bin ja nicht in der Bonner Politik, ich erlebe auch, die Politik spricht gerne mit den Bürgern, wenn es zu der Position passt. Aber sie geht manchmal auch da nicht hin, wenn es nicht zur Position passt. Das habe ich jetzt an ganz vielen Vorhaben gesehen. Ich war bei der Seilbahn oben und unten, und da prallen einfach Welten aufeinander. Und das ist Aufgabe der Dezernenten und des Oberbürgermeisters, das zu moderieren, da auf dem Platz zu sein. Ich sage immer, ich will ein bisschen Römische Republik zurückhaben, dass man auf dem Platz diskutiert, dass man sehr transparent ist, dass die Informationen in einem Projekt-Wiki abgelegt werden, dass wir nicht diese Kriegsströme in der Stadt haben, die immer Gift sind.
Ich weiß was, was du nicht weißt. Ich habe mit einem Professor gesprochen. Ich habe das gegoogelt. Es muss immer Transparenz gegeben sein und es muss eine starke Moderation sein. Ich hätte mir Herrn Sridharan im Melbad gewünscht und nicht, dass alle Politiker an den kleinen Ständen sich gegenseitig mit anschreien, mit den Befürwortern oder Gegnern der Bebauung. Das muss gelenkt werden von oben. Und da muss einfach diese Haltung vorgelebt werden. Bürgerinnen und Bürger wollen sich einbringen, sie sind aufgeklärt, sie haben tolle Ideen für diese Stadt und die sollten wir mitnehmen und das also wirklich elementar verbessern. Ja, herzlichen Dank. Und Herr Dr. Manka, bitte. Ich muss sagen, die Regularien hat ja Herr Dr. Faber schon herrlich aufgezählt, die problematisch sind. Und ich hatte schon fast in der Runde ein bisschen Angst, dass der Bürgerbund obsolet sein würde, wenn plötzlich die Politik und die Verwaltung auf die Menschen hört, was ja quasi unsere Essenz ist. Und wir leben davon, dass wir gerade am Bürger sind. Und dieses versuchen wir dann auch immer als Sprachrohr in die Politik reinzubekommen. Was soll man dazu mehr sagen? Natürlich, der Souverän hier in Bonn oder ist der Bürger und das sollte er ja sein. Und wenn wir ein großes Kommunikationsproblem zwischen Bürger, Politik und Verwaltung haben, dann muss das auch geändert werden. Und da schließe ich mich auch Frau von Bülow an, dass der Bürgermeister ein Mediator sein sollte, der auf die Leute zugeht und auch immer ein Ohr hat und vermittelt, damit es halt zu diesen ganzen Missverständnissen, die wir ja an jeder Ecke haben. Beim Rahmenplan finde ich es aber auch spannend, wenn alle zugestimmt haben. Ich glaube sogar, die SPD war auch, glaube ich, mit dabei. Ja. Und wer war dagegen? Die Linken und der BBB. Aber und jetzt soll nochmal über neues Geld, was ausgegeben wird für jetzt ein Bürgerbegehren, nochmal ist umgefüllt, anstatt vorher drüber nachzudenken, finde ich wirklich armselig, jetzt sich dann so dahin zu stellen und tun, als hätte man damit nichts zu tun. Ja, bitteschön. Weil mich das doch jetzt ärgert, ja. Weil der Rahmenplan vorgelegt worden ist mit einem Wohnanteil von 40%, ja. Und auf Initiative aus dem Stadtrat ist jetzt beschlossen worden, ja, dass der auf 59% erhöht wird, was ich erstmal schon mal einen sehr guten Schritt finde. Und ich persönlich unterstütze auch, ja, das Bürgerbegehren, das jetzt vom Mieterbund kommt, weil wir versuchen müssen, ja, den Anteil von Wohnungen in dem Bereich noch weiter zu erhöhen, soweit es geht. Wir haben vorher schon darüber geredet und ihn erst beschließen, damit sie dafür viel Geld wieder dieser Rahmenplan weggehauen wird. Also es ist doch jetzt ein Beschluss. Ja, aber es war vorher ein Beschluss. Der Rahmenplan wurde abgesegnet. Ja, toll, alle genau, und es ist diskutiert worden, ja, und man hat neue Argumente. Sie sind nicht richtig informiert, Herr Manka. Nee, Das ist deutlich geworden. Ja. Ja. Und wir müssen natürlich auch bei dem Rahmenplan viele weitere Dinge jetzt noch mitbedenken. Ja, da müssen, wenn wir mehr Wohnraum haben, brauchen wir da auch beispielsweise einen Blick auf Kitas und Schulen. Das ist aus meiner Sicht auch noch nicht adäquat integriert. Aber es ist ja auch zunächst jetzt erstmal ein Rahmenplan und kein fixer Beschluss, ja, wie das am Ende da bebaut wird. Und ich finde das nicht fair, so zu tun, als wäre das so, sondern das ist ein Prozess im Werden und es hat einen Beschluss gegeben, ich glaube gestern im Rat, das auf 59, und dann kann man doch einfach mal sehen, die Politik ist in der Diskussion und nimmt Anregungen auf und korrigiert dann eben auch Pläne, die offensichtlich nicht für... Nein. Uns vorgestellt hat. War ich auch nicht, aber jetzt spreche ich und dann sprechen Sie vielleicht nochmal. Genau, Sie finden das ganz schlimm, ja. Ich finde es erstmal einen guten Beschluss, dass es jetzt erhöht worden ist, der Anteil von Wohnungen, und wir müssen uns dafür engagieren, ja, zu gucken, was man da noch mehr machen kann. Wir brauchen da auch nochmal einen Blick auf die Verkehrsanbindung, auf die Infrastruktur, aber es ist erstmal ein Rahmenplan, ja, und man sollte auch nicht so tun, als sei das jetzt eine fixe Planung. Da gaukelt man den Bürgern eben auch was vor und den Bürgerinnen, was nicht der Fall ist. Leitlinie und daraus wird dann Bebauungsplan. Frau von Bülow hatte sich noch gemeldet. Ja. Sie merken, dass in diesem Thema eine gewisse Spannung... Also deswegen, das ist so ein schönes Beispiel. Die beiden wollen jetzt eigentlich Ähnliches.
Sie wollen viel mehr Bebauung für Wohnraum haben. Ja, das wollte ich von vornherein. Und wir müssen uns eigentlich gar nicht mehr streiten. Wir müssen mal zur Sache kommen und sagen, da ist, also wir akzeptieren doch alle hier, da ist ein ganz neues Viertel zu entwickeln. Das Johanniterviertel hat bislang keine Infrastruktur. Wir erkennen, so wie wir es bislang gemacht haben, nur Büroraum da zu entwickeln, so kann es nicht weitergehen. Das ist allgemeiner Konsens inzwischen. Und ich meine, die Politik hat auch gut reagiert, hat den Prüfauftrag zu mehr Wohnbebauung gegeben. Er ist jetzt sogar beschlossen worden. Aber warum hat man aber das nicht viel früher gemacht? Aber der Fehler liegt darin, das sagte ich jetzt, ich wollte nicht das Bürgerbegehren an sich angreifen. Ich wollte nur sagen, es kann nicht sein, dass dieses Thema Wohnraum nicht adäquat mitbehandelt wird bei der Verwaltung, wenn sie einen Vorschlag für die Politik erarbeitet. Und da hätte sich Mieterbund, also Mieterbund, Caritas, Diakonie, sind es ja im Moment, die hätten mehr Gehör finden müssen bei der Verwaltung schon, bei der Entwicklung dieses Rahmenplans. Dann wäre es soweit jetzt gar nicht gekommen. Absolut. Aber jetzt ist der Konsens eigentlich da. Ja, aber wenn Sie Herrn Wiesner erlebt haben bei diesen Veranstaltungen, wo er uns Bürger darüber informiert hat, es war eine Unverschämtheit, wie er mit uns umgegangen ist. Das muss man wirklich sagen. Das ist eine Unverschämtheit. Dieser gleiche Mensch auf einer Veranstaltung der FDP, den hätten Sie sich an eine Wunde legen können, so lieb war der. Aber gegenüber Bürgern, das war wirklich eine Unverschämtheit. Und das werde ich diesen Menschen auch nicht verzeihen. Ganz kurz. Herr Dr. Faber, bitte. Also ich muss als Erläuterung vielleicht geben, hier in der Runde sitzen zwei Vorstandsmitglieder des Deutschen Mieterbundes in Bonn, wo ich auch Mitglied bin und... deswegen habe ich auch Verständnis dafür, dass die sich besonders einlegen. Herr Dr. Faber, bitte. Dankeschön. Ich wollte einen Punkt, weil ich glaube, dass das auch symptomatisch ist für die Politik in Bonn. Ich nehme allen ab, die jetzt hier sagen, wir wollen mit dem Rahmenplan Bundesviertel ihn so evaluieren, dass es mehr Wohnraum gibt. Aber ein Punkt macht mich dann stutzig. Ich habe jetzt hier gerade nochmal den GA-Artikel vom 28. rausgesucht. In Bonn soll, wie heißt es, eine europäische Wetterbehörde angesiedelt werden. Es gibt jetzt schon die erste Entscheidung, wo Planungsrecht geschaffen wurde, ein Hochbau dort, weil wir natürlich unbedingt diese Behörde nach Bonn holen wollen. Da wird schon bei der ersten Ansiedlung, wenn ein Investor, ist sicher, ich habe auch nichts dagegen, dass die nach Bonn kommen, wenn der anklopft, dann freuen sich alle und sagen, juhu, da schaffen wir Arbeitsplätze, das kann man schön das Band zerschneiden, wenn die da sind und sich damit auch in der Presse sonnen. Und dann ist diese abstrakte Diskussion, die wir hier alle gemeinsam führen, für mehr Wohnraum im Bundesviertel, sofort vergessen. Und sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal passiert das aber meistens in Bonn auch nicht, sage ich Ihnen. Und deshalb ist das schon ein Problem. Und deshalb ist die Glaubwürdigkeit, finde ich, oder ich appelliere an Sie, die Sie jetzt demnächst zur Wahl gehen, lassen Sie sich nicht von abstrakten Versprechen und Zusagen für das Gute und Schöne in dieser Stadt zu sein, nur blenden, sondern schauen Sie auch drauf, wie sind die Taten, die aus diesen Aussagen folgen und wie ist die Bilanz der politischen Parteien, wie sie sich dann, wenn sie abstimmen mussten im Stadtrat, konkret darüber befunden haben. Und da kann ich Ihnen nur sagen, jetzt wird ganz groß der Wohnanteil im Rahmenplan Bundesviertel erhöht. Ich begrüße und fordere das auch, aber schon beim ersten Lackmustest ist dieser Anspruch wieder fallen gelassen worden. Und das kritisiere ich und das werfe ich im Prinzip hier allen Parteien vor. Ich glaube, der Bürgerbund war tatsächlich auch dagegen. Alle anderen haben das mitbeschlossen. Und das, finde ich, ist zu kritisieren. So, die letzte Wortmeldung zu diesem Thema. Herr Moll, bitte. Also dieser Darstellung muss ich ganz eindeutig widersprechen. Wir haben im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan für die Wetteragentur dieses Thema Wohnen überhaupt gar nicht thematisiert, weil es ja natürlich auch gar nicht möglich ist, in einer Behörde zugleich auch Wohnraum zu machen. Aber das heißt doch gar nicht, dass wir nicht in dem anderen, das Areal ist doch riesig, ja, immerhin mehr als die Hälfte Wohnraum vorsehen wollen in einer Rahmenplanung. Aber man muss doch auch immer noch mal berücksichtigen, dass die Rahmenplanung Bundesviertel ja nicht den Gedanken verfolgt, dort ein Wohnviertel einzuführen, sondern das ehemalige Regierungsviertel in ein neues Zeitalter zu führen. Natürlich mit dem Ansatz, Wohnen und Arbeiten in einem größeren Areal mehr zusammenzuführen, aber in einem verträglichen Mix. Wer Frau Professor Brehm, die ja Urheberin dieser Rahmenplanung ist, genau zugehört hat, der versteht auch, dass sie sehr genau ausgerechnet hat, dass dieser Wohnungs- oder dieser Nutzungsmix Wohnen, Arbeiten, Dienstleistungen
eben wirklich auch, ich sag mal, an Grenzen stößt. Wenn man jetzt sagt, man macht da 100% Wohnen, dann wäre die Rahmenplanung Bundesviertel ad absurdum geführt. Deswegen kann ich nur dafür plädieren, ein Augenmaß zu bewahren. Wir werden natürlich jeden einzelnen Bebauungsplan in diesem Gebiet immer diskutieren müssen. Und wir müssen uns in der Tat auch an diesen Zielgrößen messen. Aber ich verwehre mich dagegen, wenn wir tatsächlich was für Bonn tun wollen und Behörden hier halten wollen und ansiedeln wollen, dann dürfen wir das nicht gegen Wohnen ausspielen. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht von mir nochmal den Hinweis, wenn Sie die Verbände einladen, die sich zu diesem Bündnis Bonn wählt nachhaltig zusammengeschlossen haben, garantiere ich Ihnen, dass wir uns niemals anschreien werden, dass wir Sie niemals bespucken werden, dass wir guten Tag sagen, wenn wir kommen, und auf Wiedersehen sagen, wenn wir gehen. Ich habe nämlich gewisse Sorge um unsere Diskussionskultur in Deutschland. Das war jetzt kein Beispiel dafür, dass dies war ja, sind ja nicht tätlich geworden. Nee. Aber Sie kennen die Beispiele sind aus den noch nicht durch, Tagen, wo man das Gefühl hatte, da stimmt irgendwas nicht in der Gehirnstruktur mancher Menschen, um das vorsichtig zu formulieren. Herzlichen Dank für Ihre Wortbeiträge. Und jetzt können Sie sich einschalten. Ich habe noch eine Bitte. Halten Sie möglichst kein Co-Referat, sondern stellen Sie möglichst eine konkrete Frage. Wenn Sie eine Frage an einen bestimmten Kandidaten oder eine Kandidatin haben, können Sie die oder ihn auch namentlich benennen. Wenn alle Kandidatinnen auf Ihre Frage antworten sollen, dann sagen Sie das bitte. Und wenn Sie ganz kurz sagen, wie Sie heißen, dann wäre uns damit geholfen. Die erste Wortmeldung sehe ich hier vorne von der Dame in der ersten Reihe. Bitte schön. Ja, hallo. Mein Name ist Sandra Prüfer. Meine Frage, also ich finde mal, die Diskussion hat mir sehr gut gefallen, aber ich finde auch Nachhaltigkeit, da gibt es noch Aspekte, die sind hier überhaupt noch nicht genannt worden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele oder Agenda 2030 uns betrachten, dann haben wir über Klimawandel gesprochen, über nachhaltige Stadtentwicklung, Verkehr, ein bisschen erneuerbare Energie noch nicht so ganz, aber es geht ja auch tatsächlich um gutes Arbeiten, Gender, also Gleichstellung und Chancengleichheit. Das sind jetzt Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar möchte ich alle Kandidaten fragen, aber vor allen Dingen die männlichen und eben auch die beiden, die CDU und FDP-Kandidaten vertreten. Sagen Sie, oder es gab jetzt mal ein Gremium, was der Herr Srideran eingerichtet hat, das war 2016, das war ein Advisory Board zur Förderung der Digitalwirtschaft, das war 100% männlich. Da gab es ein Innovationsboard dort dazu, das war dann so 10-15% weiblich, aber ansonsten auch nicht divers, also im Prinzip dominiert von weißen alten Männern. Wie stehen Sie jetzt künftig in der nächsten Legislaturperiode zur Besetzung von Gremien? Gender oder Diversität und dann eben auch nochmal Gender Budgeting. An alle Kandidaten habe ich gesagt. Okay, ich denke mal, es ist eine Frage, die sich primär an die Wesen, die meinem Geschlecht angehören. Fangen wir mal mit Herrn Moll an, bitteschön. Ja, das Thema Geschlechtergleichbehandlung und Frauenförderung und auch Förderung von Menschen, die man mit divers bezeichnet, denke ich, ist im öffentlichen Dienst, in der öffentlichen Verwaltung eigentlich mittlerweile selbstverständlich. Ich arbeite ja selber in einem Bundesministerium, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wo wir uns dieses Thema ganz auf die Agenda geschrieben haben. Und ich nehme jetzt einfach mal für Herrn Srideran in Anspruch, dass er das genauso sieht. Es wäre auch, so wie ich ihn kenne, auch überhaupt nicht mit seiner Grundauffassung, aus seiner christlichen Grundauffassung vereinbar, wenn er eine Benachteiligung von Frauen oder auch diversen Persönlichkeiten da für sich in irgendeiner Form sehen würde. Also insofern,
Ja, weil er eben meint, so habe ich ihn verstanden, dass er eben in der Hinsicht etwas verbessern will und dass er eben, ich sage mal, das Thema Gender ernst nimmt und eben auch systematisch bearbeiten möchte. Herr Dr. Manka, bitte. Vielen Dank für die Frage. Ich muss sagen, es ist schade, dass wir in dieser heutigen Zeit darüber überhaupt noch reden müssen. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass hier eine absolute Gleichberechtigung zwischen Frauen, Männern und Diversen, aber auch Herkunft und alles, das sollte wirklich keine Rolle spielen. Und dafür muss man sich auch einsetzen. Dankeschön. Herr Dr. Faber, bitte. Also in der Partei, für die ich hier sitze, wird streng quotiert, 50% Mindestquotierung. Auch unsere Kandidatinnen und Kandidaten jetzt zur Kommunalwahl, die für den Rat kandidieren. Und das wäre natürlich auch der Anspruch, den ich an die Besetzung von Gremien in der Verwaltung stellen würde. Eine 100% männliche Besetzung kann ich mir bei welchem Gremium auch immer nicht vorstellen. Stichwort Gender Budgeting ist auch etwas, das ich begrüße. Wir müssen bei der Haushaltsplanung und den Ressourcenzuteilungen durch die Haushaltsaufstellungen immer den Fokus mit darauf haben, welche geschlechtsspezifischen Auswirkungen das hat. Das soll über den Anspruch von Gender Budgeting transparent werden, um damit, sage ich mal, auch die Gleichbehandlung und gezielte Förderungen an einzelnen Stellen möglich überhaupt erst zu machen, weil die Auswirkungen von Ressourceneinsatz dadurch transparent werden. Das ist etwas, wofür wir uns als Linke auch schon in den Gremien einsetzen und das würden wir natürlich auch in Zukunft weiter so tun. Herzlichen Dank. Frau von Bülow, bitte. Ja, da besteht einfach noch Nachholbedarf. Man denkt, es wird alles so automatisch kommen, dass eine gute Durchmischung da ist. Wir sind ja im Jahr 2020, stellen aber immer wieder fest, das ist nicht. Das können wir im Moment wunderbar an den Plakaten sehen, die im Stadtgebiet hängen. Die CDU wird jetzt nochmal getroffen. Ich glaube, das war die Bezirksvertretungsliste Beul, die nochmal uns zum Nachdenken gebracht hat. Ja, das wird einfach in manchen Parteien nicht so selbstverständlich thematisiert. Manche meinen, es sei kein Thema, es ist ein Thema, wir müssen immer wieder drauf gucken. Ich würde als Oberbürgermeisterin sehr stark drauf gucken. Ich würde auch mit den Fraktionsvorsitzenden schon in den ersten Gesprächen, das entscheiden die natürlich erstmal selber, aber ich würde darauf hinwirken, dass wir auch gucken, dass die Ausschüsse gut durchmischt sind. Weil ich erlebe, Stadtentwicklung ist immer so ein, ne, Planungsausschuss ist häufig männlich dominiert, da fehlt aber dann die weibliche Sicht drauf. Also ich würde das Thema immer wieder mitdenken. Man muss mich vermutlich auch immer wieder drauf stoßen, weil es einfach was ist, was, wenn man nicht eine klare Agenda vereinbart, und da muss man hinkommen, aber es ist wieder immer wieder ein Thema, was in den Hintergrund rückt. So wie, ja. Und deswegen, also würde ich mich einsetzen und Gender Budgeting auch natürlich mit thematisieren, ja, bei den Haushalts. Wir müssen ja den Haushalt auch erst aufstellen. Der ist ja noch nicht mal eingebracht jetzt. Ja, herzlichen Dank. Frau Heinrichs, bitte. Ja, ich wurde ja, glaube ich, auch gerade noch mal explizit angesprochen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir unsere Gremien deutlich diverser gestalten, denn diversere Gremien kommen häufig zu besseren Lösungen und repräsentieren natürlich unsere Bevölkerung auch besser. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man häufig da auch an vielen Punkten eben nochmal deutlich mehr motivieren muss, dass man auf Leute zugehen muss und da auch zu auffordern muss, eventuell zu kandidieren, aber eben auch Gremien beizutreten, weil ich persönlich, meine eigene Erfahrung ist, dass ich mich selbst nicht getraut hätte zu kandidieren, sondern dass ich von politischen Freunden aufgefordert wurde und mir gesagt wurde, hey, mach das doch mal, versuch das doch mal. Und ich glaube, dass es gerade auch, da weiß ich nicht, ob ich repräsentativ für Frauen sprechen kann, aber ich glaube, viele Frauen brauchen das auch nochmal, dass gesagt wird, hey, versuch es doch einfach. Ja, herzlichen Dank, Frau Dörr. Ja, es reicht eben nicht zu beklagen, ja, dass die Gleichstellung nicht erreicht ist, sondern man muss auch aktiv was dafür tun. Meine Partei hat klare Quotenregelungen beispielsweise. Wir müssen mindestens die Hälfte der Macht den Frauen überlassen und das auch richtig so. Und da brauchen wir auch in der Stadtverwaltung beispielsweise konkrete Vorgaben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ohne Quoten da auch für alle Führungsebenen beispielsweise nicht so vorankommen, wie das nötig ist. Ich bin auch dafür, dass wir eine Diversity-Strategie für die Stadtverwaltung auflegen. Das hat die Stadt Bonn nicht. Und das Thema Gender Budgeting ist ja auch angesprochen.
Wir haben überhaupt keinen geschlechterspezifischen Blick auf den Bonner Haushalt bis dato. Das hat mich selber auch ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Ich habe mich unlängst mit der Stadt Wien und der Haushaltsaufstellung der Stadt Wien auseinandergesetzt, die das seit vielen Jahren systematisch betreiben. Und da wird sehr deutlich, ja, dass die Geschlechterperspektive auf den Haushalt ja ein Mehrwert für die Frauen ist, aber eben nicht nur. Es ist ein Mehrwert, ja, für die gesamte Gesellschaft, weil es eine zentrale Gerechtigkeitsfrage ist. Und deshalb würde ich mir unter dem Blickwinkel den Bonner Haushalt unmittelbar vorknüpfen wollen. Ja, herzlichen Dank. Ein Tipp an Sie. Alle Fraktionen, die am 13. September in den Rat der Stadt Bonn gewählt werden, suchen im Anschluss daran sachkundige Bürgerinnen und Bürger für jede Menge Ausschüsse. Und es gibt sogar Fraktionen oder Parteien, die auf die Parteimitgliedschaft dann nicht den allergrößten Wert legen, sondern eine halbwegs, sage ich mal, verträgliche Identifikation mit den Grundzielen dieser Fraktion, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich weiß, dass alle Fraktionen manchmal Probleme haben, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Und das ist ein sehr schönes Amt, mit dem man sich auch in politische Dinge einarbeiten kann. Man muss nicht immer sofort ein Ratsmandat anstreben, sondern man kann dann auch mitbestimmen und mitgestalten. Das vielleicht mal als Hinweis von mir. Jetzt weiß ich nicht, wer sich als Nächster. Also die Veranstalter hatten mir die Gelegenheit gegeben, von unserer Partei wollte, wir keinen eigenen OB-Kandidaten haben, ein kurzes Statement zu sagen, wenn man 30 Sekunden nimmt, die real, ich habe mal mitgestoppt, so zwischen 2 und 3 Minuten im Moment waren, dann kann ich vielleicht 2 Sätze mehr sagen. Wir von Volt sind aufgestellt als eine Partei, die in jedem Thema Nachhaltigkeit zentral mitdenkt, und zwar in allen 3 Dimensionen, nämlich Umweltschutz, Wirtschaft und Gesellschaft. Und ein Thema, das in keinem von euren Parteiprogrammen, das gilt jetzt für euch alle, drinsteht, ist eine ehrliche Ökobilanz und Umweltbilanz der Stadt. Das heißt, alles, was hier an Waren und Dienstleistungen reinkommt und alles, was hier an Waren und Dienstleistungen rausgeht, sollte ökologisch, sozial und so weiter bewertet werden und dann eben überlegt werden, wo kommen wir raus? Denn ansonsten, wenn wir keine ehrliche Bilanz haben, wie sollen wir jemals klimaneutral werden? Das funktioniert nicht. Wir von Volt stehen für funktionierende Lösungen und wir stehen für 360-Grad-Blick und für Nachhaltigkeit zentral mitgedacht in jedem Thema. Und da möchte ich doch gerne mal hören, wie kommen wir bitte zu einer, da müssen wir uns wirklich alle an die Nase fassen, egal aus welcher Partei, wie kommen wir zu einer ehrlichen Ökobilanz? Denn wenn wir keine Ausgangsbilanz haben, wenn wir keinen Ausgangswert haben, wie sollen wir dann irgendwann entscheiden, jetzt sind wir klimaneutral? Ja, herzlichen Dank. Die Frage richtete sich an alle. Ich mache jetzt keine Werbung für Volt, aber ich habe Ihnen das am Eingang ja schon gesagt. Sie sind proeuropäisch eingestellt und das hat mir im letzten EU-Wahlkampf mächtig Freude bereitet, denn Sie wissen das, es ging um die Zukunft der EU gegen die ganzen Nationalisten und Populisten und Volt ist proeuropäisch, überwiegend junge Leute. Bitte schön, Herr Dr. Faber. Ich sage es ganz offen an der Stelle. Die Frage ist berechtigt und treibt mich trotzdem nicht entscheidend um, weil ich erlebe, dass wir in Bonn seit 10 Jahren, so lange mache ich ungefähr Kommunalpolitik, hehre Ziele definieren für Klimaschutz, aber die notwendigen Taten nicht folgen lassen. Das ist das große Problem. Und ich muss Ihnen jetzt ehrlich sagen, die Matrix aufzustellen, um zu ermitteln, wann sind wir wirklich klimaneutral, das ist wichtig, aber treibt mich derzeit nicht um. Ich möchte, dass wir mal anfangen damit, konkrete Klimaschutzmaßnahmen in Bonn umzusetzen. Gehen wir an den Strommix ran. Kohle, warum sind die Stadtwerke Bonn noch an einem Kohlekraftwerk beteiligt? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Abschalten, so schnell wie möglich. Und einen Punkt sage ich auch. Ich möchte, dass wir, Katja Dörner hat es gerade eben schon kurz angesprochen, das hat natürlich auch klimatische Auswirkungen, dass wir dem Ausbau, dem mehrspurigen Ausbau der A565 mitten durch unsere Stadt entschieden entgegentreten, dass wir da reingrätschen und sagen, wir möchten das nicht. Saniert das, weil es sein muss, aber doch bitte nicht ausweiten und dann noch den Radweg fallen lassen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mir liegt es insofern mehr daran, über ganz konkrete Maßnahmen, die wir jetzt umsetzen können, zu diskutieren.
Und dann können wir gerne noch weiter diskutieren, wie wir dann die Globalbilanz aufstellen, um zu wissen, in welchem Jahr wir hoffentlich die Klimaneutralität erreicht haben. Anfangen ist mir derzeit allerdings etwas wichtiger. Ich weiß, dass wir nicht gut dastehen und dass wir für den Klimaschutz viel mehr machen müssen. Die Erkenntnis habe ich und ich möchte, dass die Erkenntnis in Taten umgesetzt wird. Das ist für mich Priorität Nummer eins. Herzlichen Dank. Herr Moll, bitte. Ja, in der Tat. Also ich kann das nur bestätigen, dass natürlich die Frage der Anfangsbilanz über einen guten Kaufmann immer erforderlich, dass man die natürlich aufmachen muss. Und wir sind jetzt insofern schon bei einem ersten Punkt angekommen, was die städtischen Gebäude anbelangt. Das ist ja so ein ganz zentrales Element, nämlich die Frage der Energiewirtschaft, der öffentlichen Gebäude, die besser in den Griff zu kriegen, die Heizung zu sanieren, die Dämmung zu machen und so weiter, Photovoltaik draufzubringen. Und da sind jetzt erste Bilanzierungsansätze getroffen worden, aber ich gebe Ihnen völlig recht, was eine Gesamtbilanz anbelangt, die natürlich auch sehr schwierig zu treffen ist, wenn man sie wirklich auf die Tonne CO2 wirklich auch runterbrechen will, weil natürlich viele Klimafaktoren eine Rolle spielen. Aber wir müssen versuchen, in einzelnen Sachverhalten eben mehr Klarheit darüber zu gewinnen, um vor allem die Zielgrößen auch besser zu definieren. Aber wir stehen an einem Anfang und ich denke, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, sind sehr hoch. Und ich kann eigentlich alle nur dazu ermutigen, auch couragiert damit umzugehen. Frau von Rüdlo, bitte. Ja, ich bin da bei Herrn Faber. Also ich finde es schwierig, das zu diskutieren. Ich verstehe, dass Sie das, ich sehe Sie überhaupt gar nicht. Da hinten. Da, die Buchstaben sehe ich jetzt. Ich verstehe, dass man das messen will. Aber solange wir so stehen, wie wir im Moment mit den Gebäuden stehen, also wir können bei neuen Bauvorhaben ganz genau darauf achten. Wir können bei der neuen Berechnung von Nachhaltigkeit einer Seilbahn darauf achten. Wir können das beim Schienenverkehr machen. Aber wir fangen schon an zu stolpern, wenn wir die E-Busse einführen, die aus meiner Sicht nur ein Zwischenmodell sein können, weil der Wasserstoff aus meiner Sicht der Energieträger ist der Zukunft. Und ich mir da eine Orientierung an der RVK viel stärker wünschen würde. Ich kenne die Diskussion in Bonn im Detail nicht, wo wir stehen. Aber das kann nur ein Zwischenschritt sein, wenn wir Autos jetzt einführen und überall uns überlegen, wo die Tankstellen eingerichtet werden könnten. Die haben auch nicht eine super Nachhaltigkeitsbilanz auf die Langzeitbetrachtung. Waren das jetzt schon 30 Sekunden? Oh Gott. Solange ich in ganz Bonn rumkomme und an allen Gebäuden entdecke, öffentlichen Gebäuden, die etwas in die Jahre kommen, sind, dass das Licht brennt, dass die Heizung sich nicht steuern lässt, dass wir Fenster offen aufreißen müssen, weil die Heizung viel zu heiß ist. Da brauche ich gar keine Bilanz, keine Eröffnungsbilanz aufstellen. Ich weiß, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Und da möchte ich gerne ganz kurzfristige Maßnahmen haben. Ich möchte die mittelfristigen und die langfristigen Maßnahmen haben und möchte mich daran orientieren, eben die alten Gebäude so schnell wie möglich auf den modernen Stand zu bringen. Und dann kann ich auch bilanzieren, dann kann ich nachher sehen, was haben die vorher verbraucht an Energie, was verbrauchen sie jetzt. Also deswegen, ich möchte auch eher in die Umsetzung kommen, als es ganz sauber in der Eröffnungsbilanz zu berechnen. Herzlichen Dank. Frau Heinrichs, bitte. Also an sich, finde ich, klingt das sehr attraktiv, eine Ökobilanz zu haben, um es transparenter zu gestalten und um eben auch ganz klar zu zeigen, wo muss etwas umgesetzt werden. Aber da kann ich den anderen Diskussionsteilnehmern in großen Teilen auch zustimmen, dass man eben aktuell das nicht für jeden Wert einzeln ermitteln kann. Herzlichen Dank. Mal einen kleinen Hinweis an die Regie. Wenn diese Scheinwerfer ein bisschen abgedämmt werden könnten, täte uns das sicherlich gut. Ich kann nämlich kaum sehen, wer im Publikum sitzt. Und einige Diskutantinnen schmelzen auch langsam dahin, habe ich so das Gefühl. Sind Sie überhaupt noch da? Was war hier? Insbesondere dieser Scheinwerfer hier, von hinten aus gesehen ganz links. Nee, das kommt drauf an, wo man sitzt. Ja, ja, wenn du hier sitzen würdest, das wäre ein anderer. Ja, okay. Herr Dr. Manka, bitte. Der Ist-Zustand ist ja ein Fass ohne Boden, wenn man sich das so anguckt. Und da gebe ich recht, zu berechnen ist das alles ziemlich schwer, wo wir überhaupt mit unserer Ökobilanz in der Stadt stehen.
Aber was ich ganz bestimmt machen würde, ich würde mich mit Ihnen zusammensetzen und nachfragen, wie würdet ihr es machen, weil ihr euch da ganz bestimmt schon ganz viele Gedanken drüber gemacht habt, weil ich bis jetzt in dieser Form noch nicht, das muss ich zugeben, aber ich liebe es immer, von anderen Leuten auch Input zu bekommen, um weiterzukommen. Und Andi Artmann ist auch ein ganz toller Kerl, den ich auch persönlich kenne, und ihr macht schon alles richtig von Volt. Dankeschön. Ja? Herr Dr. Faber, bitte. Ich bin da erstmal Egoist. Okay. Frau Dörner, bitte. Ja, ich glaube, wir brauchen vor allem noch mehr Wissen und mehr Transparenz darüber, mit welchen Maßnahmen wir welchen Effekt erzielen. Da gibt es zwar Berechnungen von Seiten der Stadt, ja, aber für viele mögliche Maßnahmen, insbesondere im Bereich Klimaschutz, haben wir noch nicht solide Daten, welchen Effekt wir tatsächlich mit Blick beispielsweise auf CO2-Einsparungen erzielen können. Das finde ich sehr wichtig, damit wir eben transparente Entscheidungen treffen können, wenn wir investieren, ja, in was investieren wir, damit wir auch den möglichst großen Effekt erzielen. Ich bin aber völlig bei denen, die gesagt haben, wir müssen jetzt anfangen. Ja, eine ganze Reihe übrigens von Entscheidungen, die der Stadtrat in den letzten Jahren getroffen hat, ja, insbesondere auch in der Verkehrspolitik, sind nicht umgesetzt worden. Ein Beispiel ist die Fahrradhauptstadt. Ja, das hat der Stadtrat beschlossen, ist von der Stadtverwaltung, vom Oberbürgermeister nicht umgesetzt worden. Ein Projekt, das klar Effekte gehabt hätte, auch was die CO2-Bilanz der Stadt angeht. Ich habe konkret vorgeschlagen, dass wir als Stadt in der derzeitigen Situation ein Klimainvestitionspaket auflegen von mindestens 40 Millionen Euro im Jahr. Das ist aus meiner Sicht gerade in der derzeitigen Situation genau die richtige Antwort. Ja, auf der einen Seite Investitionen in Klimaschutz, weil das die größte Herausforderung ist, die auch unsere Stadt zum derzeitigen Zeitpunkt hat. Auf der anderen Seite, ja, im Angebot an das lokale Handwerk, an die kleinen und mittelständigen Unternehmen in Bonn, denen jetzt eben massiv Aufträge wegbrechen angesichts der Corona-Pandemie. Das wäre aus meiner Sicht eine unmittelbare Maßnahme, die wir als Stadt auch ergreifen könnten, um konkret in den Klimaschutz zu investieren. Ja, herzlichen Dank. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Frau Guha, bitte schön. Oder? Susanne Gura vom Verein Lebenswerte Region Bonn-Siebengebirge. Ich versuche lauter zu sprechen, dass es rüberkommt. Vielen Dank erstmal für diese lebhafte und wirklich sehr informative Diskussion, auch an den Moderator. Das macht richtig Spaß und ich freue mich schon drauf, das nachzulesen nachher im Internet. Ich hoffe, das kommt dazu. Einmal wollte ich eine Anmerkung machen zum Thema Wohnraum. Dass der Herr Schriederan 18.000 Wohnungen in Bonn bauen möchte. Ich weiß nicht, welchen Zeitraum er da im Sinne hat. Ich habe jetzt mal einen Faktencheck zum Thema Baustatistik in Bonn gemacht, also Bauland und so. Und es können etwa 250 Wohngebäude pro Jahr von der Bauwirtschaft überhaupt erstellt werden. Da ist eine ganz enge Kapazität. Es gibt wie überall keinen Nachwuchs. Und auch das Thema, was das anrührt, diese Demografie, die sich ändert und dass wir so viel ältere Menschen haben und so wenig jüngere und so wenig junge Familien, das weist alles darauf hin, dass wir unsere Wohnungspolitik wirklich grundlegend ändern und anpassen müssen. Das haben noch sehr wenige Kommunen getan, aber es ist wirklich jetzt allerhöchste Zeit und das Klima und der Verkehr und alles würde profitieren davon. Die Frage, die ich stellen möchte, ist nochmal zu Rohleber. Das ist zum Glück angesprochen worden. Sie haben alle schon ein bisschen was dazu gesagt. Aber dieses Projekt ist so zentral und bezeichnend für unsere Stadt und für die Politik, die bisher gelaufen ist. Die Flächen hätten von der Stadt aufgekauft werden können. Sie haben sowieso dem Land gehört. Sie hätten den Bauern, den lokalen Landwirten, den städtischen Landwirten zur Verfügung gestellt, zum Pachten gegeben werden können. Das hätten die sicherlich liebend gern gemacht. Da hätten sie fürs Klima gesorgt und für unsere Ernährung. Ich möchte gerne fragen, würden Sie
würde Ihre Fraktion, sagen wir mal so, im Staat, wenn sie im Stadtrat die Mehrheit hätte, wenn sie im Stadtrat wäre, das Baurecht für den Kragen, der um die Kammer herum, also das Gelände, was direkt um die Kammer herum, was gerade im Architektenwettbewerb ist, einfach grundsätzlich ablehnen? Ich habe diese Frage auch schon im Bürgerbeteiligungsausschuss gestellt und es wurde gesagt, es ist möglich, das abzulehnen. Es muss, auch wenn die Saale alles bezahlt, es ist möglich, das jetzt noch komplett zu stoppen. Ich muss leider zum Ende kommen, ja. Auch wenn. Es geht um die ehemalige Landwirtschaftskammer in Rohleber. Ich weiß auch, dass Menschen aus Duisdorf nicht so unbedingt wissen, wo die liegt. Als ich dort hochgezogen bin, wusste ich es auch nicht. Ich bin ja ursprünglich linksrheinisch auf die Welt gekommen. Aber Sie können sich vorstellen, ein leerstehendes Gebäude der ehemaligen Landwirtschaftskammer. Seit Jahren wird darüber diskutiert, dort Wohnraum anzusiedeln. Es bilden sich Bürger, die dafür sind. Es bilden sich Bürgerinitiativen, die dagegen sind. Es geht um Klimaschutz, um Frischluftzufuhr, um Bebauungsintensität und so weiter und so fort. Wer fühlt sich berufen, dazu was zu sagen? Ich meine, der BBB hat dort eindeutig seine Meinung dazu, dass wir die Bebauung in Rohleber ablehnen. Dafür sind wir auch bekannt. Okay, danke. Ich mache es mit ein oder zwei Sätzen, schließe mich da an, weil das, was hier geplant ist, das Planungsrecht, das geschaffen wurde, über die Bestandsbebauung hinausgeht. Ja, also wir haben da nicht nur ausschließlich im Kontext und in der Dimension der Bestandsbebauung Planung, sondern darüber hinausgehende. Das lehnen wir als Linke auch ab. Herr Moll, bitte. Ja, also die Haltung der CDU-Fraktion ist erstmal die, dass wir jetzt, glaube ich, erstmal einen Grundkonsens gefunden haben zu dem ersten Abschnitt sozusagen Bestandsbebauung und darum herum, aber wirklich nur im engeren Umfeld. Ich glaube, das ist erstmal eine vernünftige Grundlage, auch parteiübergreifend, also zumindest haben wir das in Beul so abgestimmt, weil, und da sind wir ja wieder bei dieser Interessenabwägung, die wir vorhin angesprochen haben, natürlich über die weiteren Flächen, die ja auch noch in der Diskussion sind, muss man natürlich noch mal reden. Aber wir müssen natürlich dann auch mal die Frage stellen, an welchen Stellen wir dann ansonsten überhaupt noch dringend benötigten Wohnraum schaffen können und wollen. Frau Guhr hat ja gerade mich auch noch mal zitiert in dem, was ich zu dem grundsätzlichen Bedarf gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass Herr Sridharan geäußert hat, 18.000 Wohnungen zu äußern. Herr Sridharan hat lediglich hochgerechnet die Bevölkerungsprognose plus ca. 30.000 Einwohner mehr in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bedingen 18.000 Wohnungen, von denen wir aber auch tatsächlich nur einen kleineren Teil auf Bonner Stadtgebiet realisieren können. Und dazu müssen halt solche Bestandsflächen zählen, wie die ehemalige Landwirtschaftskammer. Insofern sehen wir das seitens der CDU als interessengerecht an, dieses Projekt auch zu realisieren. Herzlichen Dank. Frau von Bülow, bitte. Ich war beim Ortstermin ja vor Ort und ich meine, wir haben das auch diskutiert, Kompromisslinie wäre ja unter der Abwägung, dass die Kragenbebauung in Ordnung ist, aber eine weitere Bebauung nicht kommen sollte. Ich meine, das ist auch die Haltung der SPD-Fraktion gewesen bislang. Aber ich bin bei den vielen Bauvorhaben, die immer umstritten sind, immer auch ein bisschen vorsichtig, weil ich da auch mal daneben liegen kann, ob die erste Stufe, die zweite oder die dritte noch ging. Also ich hielt es beim Ortstermin, ich habe mir das angeguckt und konnte das nachvollziehen, das Gebäude und drumherum, weil das eh schon ein bebautes Ensemble im Grunde ist, ein erschlossenes Ensemble, so ein bisschen aus meiner Sicht, natürlich über das Bestandsgebäude hinausgeht. Aber das hielte ich auch noch für vertretbar. Ja, herzlichen Dank. Gibt es noch, möchten Sie noch, Frau Dörner, bitte. Also in der Grünen Fraktion weiß ich, dass das durchaus umstritten gewesen ist, ob das überhaupt da weiter erschlossen und bebaut werden soll. Wir haben uns aber dafür entschieden, sozusagen in einen konstruktiven Dialog mit Blick auf die Frage zu gehen, wie soll es bebaut werden und uns nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung zu stellen. Und
Insofern finde ich es sehr wichtig, sich eben in die konkrete Planung mit einzubringen und zu schauen, wie sollen die Gebäude dann da tatsächlich aussehen und dass wir es tatsächlich nach den Kriterien, die ich eben genannt habe, auch begrenzen können, mit Blick auf schon versiegelte Flächen beispielsweise und insbesondere eben auch klimatische Aspekte da besonders zu berücksichtigen. Dankeschön. Ich sehe hier zwei Hände. Wir haben noch knappe 10 Minuten. Also drücken Sie bitte auf die Tube. Eine konkrete Frage und dann kommen konkrete Antworten. Und bitte, bitte kein Co-Referat. Startschuss für Sie, bitte. Das geht auch ohne Maske. Einfach reden. Sie. Mein Name ist Gundolf Freischert. Ich bin Vorsitzender einer Bürgerinitiative Bonn bleibt seilbahnfrei. Und wir haben schon sehr früh betont, wie umweltschädlich eine Seilbahn ist. Wenn man bedenkt, dass sie 365 Tage im Jahr läuft, 19 Stunden am Tag, sie erzeugt ein Abgas, CO2, im Kraftwerk wie etwa 20.000 Autos, die jeden Tag die gleiche Strecke fahren. Ich verstehe von daher nicht, dass zum Beispiel die Grünen diese Seilbahn vehement befürworten. Es kommt manchmal das Argument, man könne ja grünen Strom einsetzen, aber wir haben keinen grünen Strom. Wir haben viel zu wenig und der grüne Strom, der dafür eingesetzt würde, würde an anderer Stelle fehlen, um fossilen Strom einzusparen. Zum Zweiten ist die Seilbahn extrem teuer. Wir rechnen mit 10 Millionen Euro im Jahr. Das sind 25.000 Euro am Tag für eine relative Nebenstrecke. Meine Frage geht an Frau Dörner. Warum befürworten Sie diese Seilbahn? Dankeschön. Frau Dörner, bitte. Also zum einen kann ich die Zahl, die Sie eben genannt haben, so nicht bestätigen. Zum anderen sehe ich die Verkehrssituation auf dem Venusberg. Ja, das ist für mich völlig klar, angesichts der geografischen Lage auf dem Venusberg, dass die Verkehrssituation kaum durch andere Maßnahmen deutlich verbessert werden kann. Es gibt auch natürlich die Frage von Radwegen, da setzen wir uns auch für ein. Ja, aber nichtsdestotrotz halte ich die Seilbahn für ein attraktives ÖPNV-Projekt, ja, das die Stadt Bonn auf alle Fälle aus meiner Sicht umsetzen sollte. Wir haben eine Finanzierungsmöglichkeit über das Land und übrigens auch über den Bund. Und deshalb halte ich gerade die Seilbahn aus ökologischen Gründen für zumindest ein sinnvolles Projekt, das wir sehr ernsthaft prüfen sollten. Herzlichen Dank. Bitte schön. Ja, ich habe zwei ganz kurze Fragen, versuche es auch ganz schnell zu machen. Die eine geht auch mit Ja oder Nein, und zwar um Klimaneutralität zu erreichen in der Stadt Bonn. Also ich bin Malte Kleinwort von Parents for Future. Ist es wichtig, dass wir uns mit Zahlen beschäftigen? Vielleicht im Anschluss an Volt, vielleicht nicht so ganz umfangreich, aber sind Sie bereit, alle Maßnahmen, und das heißt um Verkehrsmaßnahmen und eben auch diese Klimaschutzmaßnahmen, mit einer ordentlichen CO2-Berechnung zu versehen, sodass eben deutlich wird, dass beispielsweise der aktuell beschlossene Klimaschutzplan im Promillebereich CO2 einspart? Und die zweite Frage, ich möchte Sie einladen oder bitten dazu, weil das für die, wir hatten das Thema konkret abstrakt, für Bürgerinnen und Bürger werden eben bestimmte Maßnahmen nur dann greifbar, wenn es konkret ist. Sagen Sie uns bitte eine konkrete Vision für ein klimaneutrales Bonn, mit der die Menschen hier nach Hause gehen können. Um Ihnen zwei Beispiele zu geben, Bertha-von-Suttner-Platz, in dem Autos, in dem Fahrradfahrer und Fußgänger Vorfahrt haben und Autos nicht einfach fahren dürfen, wenn aufs Grün steht. Eine zweite Vision, Regierungsviertel nach dem Modell vom Solarviertel oder vom Vauban-Viertel in Freiburg gemacht. Wir hatten das Thema auch gehabt. Das sind zwei Beispiele. Suchen Sie sich selbst was aus, eben auch etwas, was konkret ist. Ja, vielen Dank. Mit der Bitte um kurze Antwort. Frau Heinrichs, bitte. Ja, also ich finde es ehrlich, wenn wir Maßnahmen mit ein bisschen mit CO2-Emissionen sehen würden, weil dann jeder danach selber entscheiden kann, wie wichtig er diese einschätzt. Zwei Visionen. Also zum einen hätte ich gerne, dass wir sowohl im städtischen als auch im privaten deutlich besser eindämmen, dass wir also Thermografiebefliegungen machen und diese und da Wärmepotenziale erkennen und eben viel besser dämmen. Und zweitens hätte ich gerne, dass wir deutlich mehr Bäume pflanzen und da
eben im Stadtgebiet sowohl das Klima, das Mikroklima verbessern, als auch einen riesigen Beitrag zur CO2-Bilanz leisten. Herzlichen Dank, Herr Moll, bitte. Mit der Bitte um kurze Antwort. Danke. Also klar, man kann nicht Bilanz ziehen, wenn man keine Zahlen hat. Das haben wir ja gerade auch schon besprochen. Deswegen ist da gar nichts gegen einzuwenden, tatsächlich auch mit konkreten Tonnenwerten auch die einzelnen Einsparbemühungen zu belegen. Ja, wenn wir auch in den nächsten Jahrzehnten unseren Anspruch an Mobilität bewahren wollen und trotzdem wirklich was Effektives für das Klima machen möchten, sollten wir nicht der Illusion unterliegen, dass wir den Individualverkehr auf ein ganz kleines Maß reduzieren. Nein, die Leute werden in einem reichen Land wie Deutschland auch weiter diesen Anspruch haben, aber mit anderen Energieträgern, mit anderen Antriebsformen. Und dafür plädiere ich sehr stark in Bonn, dass wir mit den Stadtwerken Möglichkeiten finden, die Frage der E-Mobilität auszubauen. Wasserstoff wurde gerade auch genannt. Das ist ja noch etwas in den Kinderschuhen. Aber das ist eigentlich die Zukunft, auf regenerative Energien umzuschwenken und damit eben tatsächlich auch die CO2-Werte nachhaltig zu senken. Dankeschön. Frau Dörner, bitte. Also der CO2-Preis, das transparent zu machen, das finde ich total wichtig, um wirklich für jeden auch individuell erfahrbar zu machen, ja, was ist eigentlich mein Fußabdruck, aber eben nicht nur individuell, sondern beispielsweise auch als Stadtverwaltung, ja, das für die Stadtverwaltung transparent zu machen. Und zwei Visionen ganz konkret, ja, ich möchte eine autofreie Innenstadt und ich möchte das auf jedem städtischen Gebäudedach, soweit das möglich ist, nicht jedes, aber die Vision ist, auf jedem städtischen Gebäudedach soll eine Solaranlage sein. Dankeschön, Herr Manka, bitte. Selbstverständlich, eine Quantifizierung der Maßnahmen ist ganz, ganz sinnvoll, damit man da wirklich einen Benchmark zu hat. Wenn man mich nach meiner Vision für Bonn steht, und da fängt es auch schon beim Rahmenplan an, ich würde dort wirklich gerne eine grüne Stadt haben, so total mit. Es gibt so schöne Projekte, wo wir grüne Städte haben mit Fassadenbegrünung, funktionieren kein Hochbau. Es gibt so viele tolle Projekte und Möglichkeiten in der Stadt. Und zum anderen, wenn ich wirklich eine große Wunschliste hätte, würde ich das U-Bahn-Netz total ausbauen und unsere ganze Infrastruktur, die wir noch benötigt haben, um Transporte zu bewerkstelligen, unter die Erde setzen. Also das wäre so mein Traum. Und die Trassen, die jetzt heutzutage für Fahrzeuge sind, einfach wieder grüne Streifen und dass wir wirklich mal wieder Raum an den Menschen zurückgeben. Und für Schnelles würde ich sagen, ich würde gern in jedem Stadtteil für die residualen Autos Parkplätze, die auch bezahlt werden, und in Tiefgaragen in die Erde gehen, dass jeder jetzt noch sein Auto abstellen kann, dass das später in Carsharing-Projekte oder für andere Stellflächen genutzt wird. Und somit würden wir die Autos auch von den Straßen bekommen und die Standzeuge verschwinden lassen. Und ich als Autofahrer bin der festen Überzeugung, wenn ich ein Auto habe, muss ich auch für den Platz dafür bezahlen. Und das ist für mich ein Nebenkostenfaktor, der einbezogen werden muss. Und ich verstehe nicht, warum wir umsonst auf der Straße parken müssen. Dankeschön. Frau von Bülow, bitte. Also die Kostentransparenz ist klar, die muss kommen, sonst können wir es nicht einpreisen. Vision, also mir mangelt es nicht an Ideen. Meine Vision für Bonn ist, dass das, was wir hier alles immer erzählen, dass wir es endlich machen und dass wir auch das zu einer Koalitionsfrage machen, dass das meine Partei macht, auf jeden Fall. Und sagt, es muss umgesetzt werden und dass wir nicht immer nur ein schönes Bild malen von dieser Stadt, sondern sie endlich auch gestalten. Dankeschön, Herr Dr. Faber, bitte. Ja-Nein-Frage, ja. Ansonsten zu der konkreten, kurzen, prägnanten Vision. Die autofreie Innenstadt hat Katja Dörner gesagt, ich sage es trotzdem, weil ich es auch richtig finde, mache es aber noch ein bisschen konkreter und sage Ihnen, Rathausgasse, Stockenstraße, Wesselstraße, Maximilianstraße, Thomas-Mann-Straße und Budapester Straße für den Autoverkehr sperren. Ich glaube, der Aufschrei wird erstmal von einigen groß sein, aber ich glaube, nach relativ kurzer Zeit werden alle erleben, was für ein Zugewinn an Lebensqualität und Erfahrungsraum in unserer Stadt, im Herzen unserer Stadt dadurch erreicht werden kann. Und das Zweite ist ein bisschen unsexy, aber ich sage Ihnen, lassen Sie uns versuchen,
Musterstadt zu werden, was die energetische Gebäudesanierung anbetrifft. Lassen wir Referenzprojekte auf breitester Front entwickeln, von Schulen angefangen bis zu Wohnbebauung, wo wir zeigen, wie hier möglichst energieautark, jedenfalls mit modernster Technologie, energieeffiziente Bebauung und auch Sanierung im Bestand erfolgen kann. Dankeschön. So, wo sind die nächsten Wortmeldungen? Ralf Wolf, bitteschön. Ja, hallo, ich bin der Ralf Wolf von Bonner Umweltzeitung und Ökozentrum Bonn und Zukunftsfähiges Bonn. Hallo? Hallo, ja? Also ich bin der Ralf Wolf von Bonner Umweltzeitung. Ja, ich bemühe mich ja. Es geht mir um den dritten Bereich Natur- und Baumschutz. Und konkret haben wir noch nicht gesagt, inwiefern wir zum Beispiel den integrierte Freiraumkonzept dann aus dem Empfehlungscharakter in den verbindlichen Charakter überführen möchten oder wie der Spielraum ist, zum einen. Und zum anderen, da hat Frau Heinrichs schon gerade angesprochen, dass jetzt die Baumsatzung eigentlich viele Ausnahmetatbestände dann bietet, nur dass eben der Spruch Baurecht vor Baumrecht dann sehr, sehr treffend zutrifft. Und da ist dann wichtig, dass jetzt dass jetzt bei der Baumsatzung diese Ausnahmetatbestände, ich meine, Paragraph 6 ist es, dass da der Spielraum gegenüber dem höherrangigen Recht mal überprüft wird und das Instrument dann so ausgestaltet wird, dass es dann auch bei Klimaschutzmaßnahmen dann auch greifen kann. Weil die Instrumente, die man hat, die hinken hinterher und dann möchten die Klimaschutzmaßnahmen umsetzen und dann kann man das nicht, weil die Instrumente das nicht bieten. Wenn es politisch nicht gewollt ist, dann wird es auch nicht auf den Weg gebracht, die Instrumente dann so auszutarieren, dass sie auch dann den maximalen Spielraum hinsichtlich Klimaschutz bieten. So. Ja, vielen Dank. Frau Heinrichs, bitte. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Frage nicht komplett akustisch verstanden habe. Integriertes Freiraumkonzept, inwieweit das verbindlich sein sollte für die städtische Planung. Ja, also unsere Entscheidungen sollten auf jeden Fall das integrierte Freiraumkonzept immer berücksichtigen. Das habe ich jetzt akustisch auch leider. Ach, sorry. Unsere Planungen sollten definitiv das integrierte Freiraumkonzept berücksichtigen, jeweils immer. Okay, vielen Dank. Herr Moll, bitte. Ja, ich habe ja die Genese des IFS in Bonn wirklich von Anfang an mitverfolgt. Wir haben uns ja dafür entschieden, diesem IFS Abwägungscharakter zuzugestehen, aber keine absolut Ausschlusswirkung zuzugestehen, weil sonst könnten wir uns, glaube ich, in Bonn, sonst bräuchten wir gar nicht mehr über Wohnprojekte zu reden, weil letzten Endes eigentlich alle Flächen ins IFS fallen. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht konkret über die einzelne Fläche im Sinne des IFS dann Gedanken machen müssen. Also ich bin da schon für ein atmendes System. Ansonsten, glaube ich, brauchen wir über Flächenentwicklung in Bonn gar nicht mehr zu sprechen. Dankeschön. Herr Dr. Faber, bitte. Also wir können keine per Ratsbeschluss, keine Verbindlichkeit des integrierten Freiraumkonzeptes schaffen, die nicht durch nächsten Ratsbeschluss oder im Einzelfall wieder aufgehoben werden könnte. Deshalb ist es so wichtig, was Sie am 13.09. spätestens machen müssen, nämlich welche Politikerinnen und Politiker Sie in welcher Zahl in den Stadtrat schicken. Weil die werden dann im Einzelfall, der immer wieder aufgerufen werden wird, darüber zu entscheiden haben, welche Bedeutung sie dem beimessen. Und das ist im Prinzip die gleiche Antwort, die auch zur Baumschutzsatzung und da eröffneten Abweichungsmöglichkeiten bestehen. Am Ende entscheiden darüber die von Ihnen gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Bitte wählen Sie diejenigen, wo Sie Vertrauen haben und wo Sie es vielleicht auch in der Vergangenheit nachvollziehen können, die sich in der konkreten Entscheidungssituation dann für Umweltschutz und Nachhaltigkeit entscheiden und einsetzen. Das haben Sie in der Hand, wer hier wie stark wird. Und ich glaube, das ist der Hebel, den man auch jetzt bedienen muss. Sie haben die Chance in einer Woche. Dankeschön. Frau Dörner, bitte. Also ich weiß, dass die grüne Ratsfraktion sozusagen bei jedem Bebauungsprojekt um jeden Baum kämpft. Ja, und ich glaube, dass wir tatsächlich, doch, das tun Sie. Ja, das bekomme ich tatsächlich bei sehr vielen Vorhaben mit, ja, dass man da auch Abwägungs...
Also wir haben eben selber, ja, alle gesagt, ja, dass es immer Abwägungsprozesse sind, ja, und das kann man jetzt nicht sozusagen hinten anstellen, ja, aber ich bin auch der Meinung, dass wir, was Bäume angeht, durchaus noch sensibler sein könnten, ja, und das auch sollten. Und da, wo es eben unabdingbar ist, ja, auch Bäume absägen zu müssen, Bäume fällen zu müssen, dann muss das greifen, was wir eben in einer vorherigen Runde gesprochen haben, dass eben adäquat auch nachgepflanzt wird. Und da haben wir, wie wir eben festgestellt haben, auch einen großen Nachholbedarf. Dankeschön. Frau von Bülow, bitte. Ja, es ist immer schwierig in einer wachsenden, sich entwickelnden Stadt. Wir brauchen Platz für Kitas, wir brauchen Platz für Schulen, für Gewerbeansiedlung, fürs Wohnen. Das ist immer ein Interessenkonflikt. Ich denke, alle unterstützen den maximal möglichen Erhalt der Bäume. Sensibel hingucken, das ist das, was wir tun können. Auch Investoren dafür gewinnen, vielleicht auch bei Ausschreibung von Flächen intelligente Konzepte mitzuliefern. Eben, ich hatte schon das Beispiel Schumannshöhe eingebracht. Ich weiß nicht, ob man nicht hätte auch anders bauen können, um da mehr Baumschutz zu erhalten. Ich weiß selbst von Investoren, eigentlich sind die Bäume viel wert. Also Bestandsbäume auf dem Grundstück zu haben, ist den Investoren viel wert. Das können wir vielleicht in Konzepten noch stärker berücksichtigen, dass da noch mehr Rücksicht drauf genommen werden muss. Ich muss es aber im Detail angucken. Man kann es für jedes Baumvorhaben, muss man es individuell auch betrachten. Herzlichen Dank. Herr Manka, bitte. Da hat der BBB wieder seine Priorität und deswegen kämpfen wir für jeden Baum in der Stadt und sehen, dass die dann doch gefällt werden, nicht nachgepflanzt werden. Und bei uns ist ja bekanntermaßen, Priorität hat der Baum. Danke. Und Herr Moller, bitte. Ja, also ich sagte ja schon, dass wir im Bereich der Vegetationspflege, der Baumpflanzungen deutlich besser werden müssen. Das muss auch bei der Bauleitplanung eine entscheidende Rolle spielen, weil wenn wir tatsächlich auch über Nachverdichtung sprechen, und ohne das kommen wir ja gar nicht aus, wenn wir auch nur ansatzweise in Bonn den Wohnungsmangel beheben wollen, dann brauchen wir halt auch, wie man das in der Fachsprache sagt, eine dreifache Innenverdichtung. Das heißt, wir müssen auch innerhalb von Verdichtungen dann wieder über Grünzonen sprechen. Das kann man auch intelligent gestalten durch die Gebäudekubaturen. Das muss man auch mit planerischen Dingen auch tun. Wir haben ja einen Städtebau- und Gestaltungsbeirat in Bonn, der da wirklich ganz hervorragende Arbeit leistet und mit dem wir auch solche Fragestellungen intensiv diskutieren. Wir haben ja gerade auch das Stichwort Margarinenviertel in Friesdorf angesprochen, wo genau dieser Aspekt eine große Rolle spielt. Wie erhalte ich in einer 70er-Jahre Gebäudestruktur entsprechende Freiflächen, gewachsene Baumstrukturen? Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, dass wir damit sorgfältig umgehen und darauf lege ich zumindest in den Planungsverfahren, wo ich beteiligt bin, auch großen Wert. Ja, herzlichen Dank. Aus Zeitgründen kann ich jetzt leider nur noch einen dran nehmen. Und zwar ist das der Herr, dem jetzt das Mikrofon vor die Nase hat. Ja, mein Name ist Johannes Frech. Ich habe kurze Fragen, aber an unterschiedliche Teilnehmer oder Teilnehmerinnen des Podiums. Frau Heinrichs, Sie haben beim Verkehr gesagt, Sie wollen bessere Ost-West-Verbindungen. Mich würde interessieren, haben Sie da irgendein konkretes Projekt im Kopf, was Sie da meinen? Herr Moll, Sie haben richtigerweise gesagt, das große Problem ist das Pendlerproblem beim Verkehr. Wie steht eigentlich Ihre Partei dann zu diesem Projekt der Seilbahn, die ja in Verknüpfung mit anderen Bahnen genau dieses Problem eigentlich angehen soll? An die Frau von Bülow habe ich die Frage. Ich habe im Generalanzeiger gelesen, dass Ihre Partei sich im Wohnungsbereich sehr stark für genossenschaftliche Lösungen einsetzen will. Meine Frage, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden, wollen Sie sich dann bei der Kämmerei dafür einsetzen, dass für genossenschaftliche Wohnprojekte oder überhaupt gemeinschaftliche Wohnprojekte, wie es auch hier in Villich-Mühldorf ja geplant ist, dass dort dann
Erbpacht zu anderen Sätzen vergeben wird. Die ist ja vor 2 Jahren so erhöht worden, dass jemand, der das mit Erbpacht machen will, eigentlich einen Zinssatz von 4% zahlt. An den Herrn Faber habe ich die Frage, wenn ich es im Vorfeld richtig verstanden habe, sagen Sie, Sie wollen erstmal bei der Seilbahn abwarten, was kommt da überhaupt an Kosten raus? Den Nutzen sehen Sie, glaube ich, noch nicht so ganz. Ihre Partei, wenn ich es im Generalanzeiger gelesen habe, schlägt vor, vor allem die Westbahn zum Hartberg hoch. Ist dieses Projekt schneller realisierbar? Auch das ist ja ein ÖPNV-Projekt. Und als letzte Frage, wieso ist Ihre Partei oder Sie speziell eigentlich gegen das Projekt der vierten Radbrücke? An wen geht das? Auch das an mich? Nee, glaube ich nicht. Ich habe bisher die Information, dass Sie das Projekt der vierten Rheinbrücke als Fußgänger- und Radbrücke nicht so toll finden. Das ist falsch. Ah ja. Das Gegenteil ist der Fall. Haben wir eine Frage schon mal? Okay, abgeholt. Wir rollen das ja jetzt von hinten auf. Herr Dr. Faber, bitte. Soll ich direkt? Ja. Das war jetzt das Thema Seilbahn. Also, Sie haben recht gesagt, wartet der Faber und warten die Linken etwa darauf ab, wie sie sich dazu verhalten, bis mal die Kosten-Nutzen-Analyse vorliegt? Ja, klar. Also ich finde, wir sollten in Bonn eins gelernt haben, dass wir Großprojekte nicht dann starten, wenn nicht die notwendige Planung dazu erstmal vorliegt. Und ich finde es völlig falsch, dass der Oberbürgermeister Sridharan sein Wort nicht hält. Er hatte schon angekündigt, Ende letzten Sommer die Kosten-Nutzen-Analyse, die man extern beauftragt hat, der Öffentlichkeit vorzustellen. Das ist bis heute nicht der Fall. So, das müssen wir abwarten. Ich sage aber, Sie haben recht, ich stehe dem Projekt sehr skeptisch gegenüber. Lassen Sie sich das mit 2 Sätzen versuchen zu begründen. Ich arbeite viel in Koblenz. Sehe da, dass das dort eine funktionierende Seilbahn, die gut frequentiert wird. Das hat vor allem touristischen Charakter über das deutsche Eck. Ich weiß, dass die Seilbahn hier auch mit touristischen Motiven begründet wird, da sehe ich aber das Potenzial nicht. Und ich bezweifle vehement, oder ich bezweifle und hoffe, dass man mich da vielleicht eines Besseren überzeugen kann, aber derzeit sehe ich das nicht. Ich glaube nicht, dass das Angebot der Seilbahn sehr viele heutige Pendlerinnen und Pendler dazu überzeugen wird, das Auto stehen zu lassen. Das wäre für mich aber das Erfordernis, ein solches Großprojekt neben anderen wichtigen Herausforderungen wie der Westbahn noch mit anzupacken, weil es auch sehr teuer werden wird. Und gleichzeitig werden für die Realisierung der Seilbahn nach den derzeitigen Planungen sehr wahrscheinlich Buslinien zum Venusberg hoch eingespart. Ich glaube, dass hier das Verhältnis nicht stimmen wird. Deshalb überwiegt bei mir da Skepsis. Aber das letzte Wort werde ich dazu sagen, wenn ich die Kosten-Nutzen-Analyse sehe, die ja jetzt seit Jahren vorbereitet und entwickelt wird. Aber mich muss man für dieses Projekt erst überzeugen. Stand jetzt bin ich nicht bei den Befürwortern, sondern bei den Skeptikern. Herzlichen Dank, Frau von Bülow. Jetzt gemein, jetzt müssen wir bei unseren Fragen bleiben. Aber genossenschaftliches Wohnen, ja, also oder Wohnbauprojekte, ja, sehen wir, steht die Partei und aber auch ich sehr positiv gegenüber. Es gibt gute Beispiele. Es wird die Impulse bringen zu mehr inklusiven Wohnen, mehr generationenübergreifenden Wohnen, die eine Stadt selbst auch mit einer Wohnbaugesellschaft nicht so schnell leisten wird können, wie eine Genossenschaft, die sich zusammenfindet mit der Idee, genau das umzusetzen und dem Willen und eben auch der Bewohnerschaft. Deswegen finde ich das Engagement da toll und würde es gerne unterstützen und auch bei der Vergabe gucken, wie man mit dem Erbbauzins umgeht. Das wird immer auch die rechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten haben, die Aspekte der Haushaltskonsolidierung mit betrachten müssen. Da wäre ich jetzt, kann ich einfach nicht sagen, mit wehenden Fahnen gehe ich ganz runter mit dem Erbbauzins. Das muss man immer gucken, welche anderen guten Zwecke begünstigt man dann auch. Es gibt eben viele Begehrlichkeiten auch auf dem Feld, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber ich würde es gerne nach Kräften fördern wollen. Dankeschön. Herr Moll, bitte. Thema Seilbahn. Angesichts der ja heute auch hier sehr intensiv diskutierten Verkehrssituation in Bonn müssen wir, glaube ich, im Denken offen sein, auch zu neuen technologischen Lösungen aufgeschlossen sein. Deswegen haben wir in der Koalition ja auch eine Machbarkeitsstudie erstmal erstellen lassen,
Die Diskussion und Analyse dieser Machbarkeitsstudie hat aber erhebliche Fragen aufgeworfen. Vor allen Dingen die Frage der Wirtschaftlichkeit. Und darüber hinaus gibt es auch noch eine Reihe anderer Fragen, die wir, glaube ich, das wäre eine abendfüllende Veranstaltung, uns noch mal genau angucken müssen. Ich bin überhaupt nicht erfreut darüber gewesen, dass der Planungsdezernent, obwohl er dazu überhaupt noch gar keinen Auftrag hatte, in der Öffentlichkeit so getan hat, als ob schon der konkrete Beschluss, schon gar ein Planfeststellungsbeschluss zu dieser Seilbahn konkret beauftragt oder in Durchführung wäre. Das ist bei weitem nicht der Fall. Da sind noch eine Menge Fragen zu klären. Und bevor nicht diese erweiterte volkswirtschaftliche Gesamtdarstellung vorliegt, was ja auch die Grundlage für eine Förderfähigkeit ist, denn wenn das Land nichts dazu gibt oder der Bund nichts dazu gibt, ist ja jetzt auch ein bundesgefördertes Projekt, Seilbahnen zu bauen, dann ist die Sache meines Erachtens mit vielen, vielen Zweifelsfragen belegt. Aber es wäre heute viel zu früh, das abschließend hier zu bewerten. Ja, herzlichen Dank. Hattest du noch andere? Das waren die drei. Ja. Frau Heinrichs noch, oder? Ja, okay, Frau Heinrichs, bitte. Ja, also mit der Ost-West-Verbindung meine ich vor allem auch den Hartberg deutlich besser an das Radwegenetz anzubinden und eben auch die Prüfung einer Fahrradbrücke über den Rhein, um die beiden Seiten besser miteinander über das Rad zu verbinden. Ja, herzlichen Dank. Auf 1000 Füßen. Katja Dörner, bitte. Ich wollte nur zwei Sätze zu der Frage des Erbpachtzinses sagen, ja, weil wir eine ganze Reihe von wichtigen und innovativen Projekten haben in Bonn, was Mehrgenerationenwohnen etc. angeht, ja, die ganz klar nicht werden realisierbar sein, wenn der Erbpachtzins so angesetzt wird, wie die Stadt sich das zum jetzigen Zeitpunkt vorstellt. Und wenn wir innovative Wohnformen wollen, ja, wo sich ja fast alle für aussprechen, dann kann das nicht sein. Also da wäre ich dezidierter in der Beantwortung der Frage, wenn wir das wollen, dann muss die Stadt sich an der Stelle auch sozusagen kulanter und verhandlungsbereiter zeigen, als es bei vielen Projekten in der Vergangenheit war. Dankeschön. Herr Dr. Manka, bitte. Ich würde sagen, dass überhaupt für die Zukunft, ich glaube in der Stadt, dass genossenschaftliche Wohnen der Schlüssel ist, insbesondere wenn man viel, viel einfacher zwischen den Bedürfnissen wechseln kann. Also eine ältere Dame muss nicht in einer großen Wohnung leben und eine kleine Familie. Und dann fällt auch der ganze Stress weg. Ich ziehe hier nicht raus, weil ich nichts Neues finde. Also wenn wir die Stadt denken, neu denken müssen, ist ganz bestimmt das genossenschaftliche Bauen und Wohnen der Schlüssel für eine funktionierende Gesellschaft. Herzlichen Dank. So, meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Veranstaltung angekommen. Herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich dieser Diskussion gestellt haben. Herzlichen Dank an Sie, dass Sie gekommen sind. Wir haben uns im Vorfeld dieser Veranstaltung unendlich viele Gedanken gemacht. Sie können mir das abnehmen. Corona hin und her, seitlich und quer. Ob es verantwortbar ist, Sie zu einer Massenveranstaltung einzuladen. Es ist keine Massenveranstaltung geworden. Es war aber trotzdem relativ gut besucht unter diesen Bedingungen. Es war auch ein bisschen kompliziert. Maske, Mikrofonwechsel und. Sie kennen das. Und was besonders schwer wiegt, der Veranstalter haftet, wenn die Ordnungsbehörde feststellt, dass diese Veranstaltungen nicht Corona-konform sind. Und dann droht nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen eine Strafe von bis zu 25.000 Euro. Und das haben weder der VCD noch die anderen Umwelt- und Verkehrsverbände im Moment liquide zur Verfügung. Ich hoffe, Sie erkennen das ein bisschen an und tun mir folgenden Gefallen. Gehen Sie am 13.09. zur Wahl und erzählen Sie das bitte auch jungen Menschen ab 16. Die sind wahlberechtigt. Und erzählen Sie das auch allen EU-Bürgerinnen. Die sind auch wahlberechtigt. Und welches Land Mitglied in der EU ist, das wissen Sie und das wissen diese EU-Bürger auch. Ich habe kürzlich mit einem Spanier darüber diskutiert. Der wusste es nicht, dass er hier wahlberechtigt ist. Er ist es aber. Und wir brauchen jede Stimme. Herzlichen Dank. Ja, danke.